Ja, natürlich. Sie dehnen ihren Bauch. Ah, wir wollten schon mit Plakate raus. Wir wollten schon viele Plakate machen. Wo ist dieser Shaky? Lass den Shaky frei! Warte, ich muss immer raus, rein, rein, raus. Meine Fresse, ey. Ich habe hier keine Ruhe vor diesen ganzen Leuten. Das kann doch nicht wahr sein. Ich komme sofort wieder. Das ist unglaublich. Keine Luft, ja, na klar. Der Hund kriegt viel Duft, aber keine Luft. Der Hund hinterlässt viel Duft, aber kriegt keine Luft. Arme. Blendend. Ja, aber die Ereignisse, ne, die in der letzten Zeit passieren, das, was den Christen, das ist ja wie nennt man das? Das sind nur die Wehen für das, was auf uns noch zukommt, ne? Mit der Christenverfolgung. Das, was der Bischof da erlebt hat, das erleben tagtäglich die Christen unter islamischer Herrschaft, ne? Und das kann keiner bestreiten. Das ist absolut bösartig. Absolut bösartig. Ja, natürlich wird man bei so einem Thema mehr oder weniger fleischlich. Und so will am liebsten, ja, ihr wisst schon, was anwenden. Lieferst du wieder Camillo hinaus, natürlich. Oh, danke, Toni. Camillo-Urin für alle, das wisst ihr doch. Ja, auf jeden Fall, lasst uns mal bitte die Statements von CP dazu anhören. Das ist so bösartig, ne? Überhaupt nicht aus dem Heiligen Geist, einfach aus seinen fleischlichen Begierden. Ja. Ja, hört ihr das mal, hört euch das mal bitte an. Das ist so extrem, ne? Like every Christian priest, he will go in YouTube and he will condemn Muhammad. Just wait. 1, 2, 3, 0. Where are they? Where are they, your priest? Achtung, was er jetzt gleich sagt. Ja, das ist so krank. Der will den Leuten nicht vergeben. Ne? Der will seinen Peinigern sozusagen nicht vergeben. They will start biting each other. Dogs. They do not know Jesus. They don't care for Christ. They das care so for Peter. And when it's a terrorist, pray for him. Siehst du, der macht sich lustig. Bete für den Terroristen. Guck mal hier. Habt ihr das gerade gehört, wie der sich lustig macht darüber? Guck mal, die Christen. Die beten für. Der betet doch für Terroristen. Guck dir das mal bitte an. Was der CP da macht. Der macht sich so lustig über euch, die auf den Herrn Jesus Christus hören, also uns, die immer auf den Herrn Jesus Christus hören. Der sagte, liebe deine Feinde, tu wohl denen, die dich hassen und bitte für die, die dich beleidigen und verfolgen. Guck mal, der macht sich lustig darüber. Das ist so heftig. Ja, natürlich ist er sauer, aber trotzdem. Aren't you sick?
Der sagt, wir sind die Christen, die das machen, sind krank. Is it time for you, Protestant, Catholic, Orthodox, to be united? Is it time to understand that those people don't care who you are? Ja, als würden wir das nicht wissen. Als würden wir nicht wissen, dass die Leute, also dass die Welt uns hasst, weil wir zum Herrn Jesus Christus gehören. Warum? Weil der Herr das doch schon gesagt hat. Ihr werdet gehasst werden von allen, weil ihr zu mir gehört. Nein, der CP ist nicht orthodox. Is it time to understand that the devil, he will target you? It doesn't matter if you're Protestant or Orthodox or Catholic. Ja, genau, das ist fleischlich, nicht geistlich. For them, all of them, you are Christian. They don't care. They don't even understand what does that mean, Catholic, Christian. They don't know what does that mean. The devil divided you. And you follow. Ja, sehr schön. I am not a Catholic, but do I care for him? Absolutely, he's my brother in Christ. Er ist kein Katholik, aber er ist ein Bruder in Christus, obwohl er nicht the kennt. The Messiah, he said, whoever believes in me and I will live. Not whoever is a Protestant or a Catholic or whatever stupid name you have. Wieso? SCP sagt, jeder, der an mich glaubt, nicht, wenn ihr sagt Orthodox, Katholiken und so, oder jeden bescheuerten Namen, den ihr euch da gibt. Siehst du, wie hart er spricht? We as a Christian, we should wake up. Der denkt, der kann we are peaceful, verändern. Yes. But we are the crusade in the same time. Aber wir sind auch die Kreuzzügler in derselben, zur selben Zeit. Ist das zu fassen? Der will so einen Krieg führen. Der CP gehört eher zu Jesus Christus, wenn er solche Wörter spricht. Sagen wir jetzt ehrlich. Wenn ihr das hört von CP aus seinem Mund, ist das Christus, ist das aus dem Heiligen Geist oder ist das sein eigenes Fleisch? Und stellt euch mal vor, tausende Leute hören ihm zu und die folgen ihm und machen das, was er sagt. Die folgen also CP und nicht Jesus. Wahnsinn, ne? Anstatt die Christenheit sagt, ey, das, was du sagst, das ist absolut nicht aus dem Heiligen Geist, sondern aus deinem Fleisch. Keiner der Apostel hat irgendwie Gewalt angewendet, sondern sie sind alle als Märtyrer durchgegangen. Stephanus! Der gesteinigt wird und sogar noch für seine Feinde betet. Herr Jesus, rechne ihnen die Sünde nicht an. Und was will CP machen? Er will in die Leute reinschlagen. Das ist so krank. Das ist so krank. Das ist so krank. Ja, das ist das, weil er sich denkt, ja, mit Christentum sozusagen kommen wir nicht weiter. Wir müssen halt unsere eigene Version daraus machen mit Jesus. Absolut bösartig, ne? Genau wie die Menge, die vor der Kirche stand und den Typen lynchen wollte. Ne? Habt ihr das gesehen? Bringt ihn raus, bringt ihn raus. Das ist so krank. Das ist, obwohl der Herr Jesus Christus für seine Feinde, für diejenigen, die ihn gerade kreuzigen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was macht CP? Ich werde da reinballern. Das ist so heftig. Hört euch das mal bitte an. Just last week, few days ago, what week? They tried to kill thousands of Jews for a very simple reason, because they are Jews. 330 cruise missiles, drones, rockets thrown at Israel. Achtung, jetzt gleich kommt. Equal to 61 tons. Of explosive. Danke, Frank. What is the language this filthy cult understand? Danke, Frank. I guess the answer will be what Israel would do. For this filthy cult understand one language. They don't respect, but they fear. Ja, okay, wenn der Islam, dieser Kult, dieser Satanskult, nur eine Sprache versteht, dann sagt der Herr, du sollst ja nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Der CP, der ist heftig, der will Gewalt anwenden. Das ist ja das Krasse. Merkt ihr?
so they are dancing and happy for stabbing our brother? I say to you, you can dance as much as you want, but I will dance on your feet, the Prophet, every day. And we will write books more and more, and more of us will come. And we will expose his Fleisch. Ja, natürlich ist CP eigentlich in Ordnung, aber wenn er sowas sagt und nicht sagt, das ist mein eigenes Fleisch, sondern das, was der Herr da lehrt, dann muss man dagegen etwas sagen und sagen, nein, das, was du sagst, ist aus deinem eigenen Fleisch. Versteht ihr? CPs Aufklärungsarbeit über den Islam ist absolut top, da kann man nichts dagegen sagen. Aber hinzugehen und zu sagen, so meint der Herr das, dass wenn die Leute einbrechen sollen, die uns gerade verfolgen und so, nee, nee, nee. Forever, Russ, you are going to be doomed more than what you are doomed already. Look at you, your country is messed up. Prostitution, no jobs. But even by the way, they have all the oil of the world. They have all the. Amir, stell dir vor, jemand aus deiner Familie passiert so etwas. Da wird man vielleicht nicht, ja, sag ich doch. Da muss man aber differenzieren können, oder? Dann sagst du, ich spreche gerade aus meinem eigenen Fleisch. Ich weiß, dass der Herr etwas anderes sagt, aber ich spreche gerade aus meinem Fleisch. Das Problem bei ihm ist aber, dass er sagt, nee, nee, so ist das. So sagt die Bibel das, so lehrt die Bibel das. Und alle, die mir was dagegen sagen, wir sind dumm. Das ist das Krasse. Das ist das Heftige. Das ist doch das Heftige. Ich würde verstehen, wenn er differenzieren würde und sagt, ich rede gerade aus meinem Fleisch. So wie ich das immer differenziere und sage, weltlich gesehen, von einer weltlichen Perspektive, warum machen wir das denn? Nicht, was der Herr gerade sagt, sondern aus einer weltlichen Perspektive. Immer und immer wieder. Aber er sagt, dass das so zu vertreten ist. Das ist ja Wahnsinn. All the wealth you can imagine. Hör mal, was der gleich sagt. Have the most disgust. Der macht sich sogar lustig über Mal Mali, dass er für seine Feinde betet. Guck mal hier. Das ist lands ever you can imagine. It's not the land the problem. It is the people. Look at Iraq. This guy is coming from Iraq. All the wealth of Iraq. They don't even have electricity. They don't even have a sewage for their shit. All the money they have is spent to buy weapons to kill each other for their hatred. You go to Yemen, those Shia, they have children are dying. I saw a Christian guy, he sent me a video. He's talking about we should help those poor kids in Yemen. And they're just stupid Christians, they don't know what they are talking about. Those people, they have way more money than you. It's you who need help. This is so bizarre. They told me, friends from Singapore, that a Christian lady who opposed a church for sending money to Gaza, they cast her out of the church. They want to send money to Gaza, to people who want to kill you. Those are. Siehst du, der CP verurteilt also Christen, die ihre Feinde helfen wollen sogar. Habt ihr das gerade gehört? Wie heftig, obwohl der Herr sagt, durch den Apostel Paulus, speise deine Feinde. Gebe ihnen alles, was sie brauchen, damit sie heiße Kohle auf ihrem Haupt sammeln. Ich weiß nicht, welche Bibel der CP liest, ne? Aber der redet gerade aus seinem eigenen Fleisch. Das hat nichts mehr mit Heiligen Geist zu tun. Natürlich ist das schwierig, das durchzusetzen, aber da muss er differenzieren und sagen, ja, der Apostel Paulus hat uns gelehrt, dass wir sogar unsere Feinde speisen sollen und ihnen alles geben, was sie brauchen, damit sie feurige Kohle auf ihrem Haupt sammeln. Weil sie uns schlecht behandeln, behandeln wir sie aber mit Güte und Liebe. Versteht ihr? Okay, verstehe ich, dass er auch nur ein Mensch ist. Warum differenziert er aber nicht? Und sagt, das, was ich gerade sage, ist aus meinem eigenen Fleisch. Aber der macht die Leute an und sagt, ihr habt doch keine Ahnung von Christentum. So, dieses Überhebliche. Das ist das Krasse. Und die Christen in den Kommentarbereichen haben sich natürlich übelst aufgeregt, haben gesagt, das, was du gerade sagst, entspricht nicht der Lehre des Herrn. Du redest da gerade aus deinem Fleisch. Und da hat er die Leute angemacht. Hat er gesagt, ihr seid dumm, ihr seid verrückt, ihr seid bekloppt und sowas. Nein. Ihr, also die Leute, die sich da aufgeregt haben in den Kommentarbereichen, die haben absolute Berechtigung gehabt. Die haben zu ihm gesagt, das, was du sagst, ist nicht in Ordnung.
Selbst wenn er das gemacht hat, du gehörst doch zum Herrn Jesus. Der Jesus Christus hat dir absolute Gewaltlosigkeit beigebracht. Absolut. Wenn ihr unter Verfolgung steht, dann flieht in die nächste Stadt. Das sagt der Herr. Und wir sollen auch bereit sein, unser Leben zu lassen für den Herrn. Ja. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass sie wieder differenziert. Are our Christians blind and deaf? Also der nennt uns blind und tot. What about you send your money to the Christians are kidnapped in Nigeria? Das What about die doch. Sending the Christian to those poor Christians in Africa? Ja, das machen die doch. Der CP, der denkt so, dass die Christen nur Geld nach Gaza senden. Schau dir das mal bitte an. Wie der so verallgemeinert. Do you see the houses of those so-called Palestinians in Gaza? They have villas, they have so nice heftig. Apartments. What do you have? They call them refugee. Sieben Stunden sind die Worte her. They call them refugee and they have villas better than yours. What views? Most of you don't even have a house. And those Christians, they want to donate to Gaza. Follow the trend of stupidity. Homosexual and gays want to donate to Gaza. If the homosexual and gays go to Gaza, they will be killed in 2 seconds. It's reality. That just yet, ja. Siehst du, und der Marmari hat natürlich richtig gehandelt und hat für seine Feinde gebetet. Und guck mal hier, das macht er richtig gut, der Marmari. Pass mal auf, was er sagt. Achtung. Das ist aus dem Heiligen Geist gesprochen. Schaut euch das mal bitte an. Jetzt vergleicht mal den Unterschied zwischen jemandem, der gerade von jemandem abgestochen wird, sozusagen, und den Heiligen Geist in sich wirken lässt und dann CP mit seinem Fleisch. Schau dir das mal an. The people the Lord has given you, love them. The people the Lord has brought them your way, embrace them. The people the Lord has put you in the midst of them, pray for them. And look after them. It doesn't matter, they give you a hard time or not. Siehst du, es spielt keine Rolle, ob sie dich hart behandeln oder dir eine Zeit geben, die dich zu schaffen macht. Guck mal hier, wenn jemand spricht aus dem Heiligen Geist. Schau mal. It doesn't matter, they are nice to you and sometimes not so nice to you. It matters not. The Lord gave you these people. Maybe to you this person is not smart enough, is not beautiful enough. Who cares? Do you think you're smart or beautiful? You're not. All of us are the same. Every single one of us have in us good things and bad things, beautiful things and not so beautiful things. But what matters is one thing. Focus on the Lord and embrace everything the Lord gives you. Uh-huh. Even the partner you're with. A pain in the neck. Thank God. Danke Gott für alles, was du in deinem Leben hast. Siehst du, der Herr sagt ja auch, ihr werdet um meines Namens willen gehasst werden, verfolgt werden. Wenn dich einer schlägt, so gib ihm die linke da. Wenn dich einer zwingt, deinen Mantel zu geben, so verwehre ihm das nicht. Wenn dich jemand vor Gericht zerrt, das ist der Wahnsinn. Der Herr Jesus Christus hat ja seinen Mund nicht aufgetan. Das ist so heftig. Hallo? Segne an mir. Alle lieben, Gott segne euch und eure Familien. Danke, dich auch. Ich wollte mal was dazu sagen in Bezug auf diesen Bischof. Du weißt ja, das ist ja natürlich tragisch, dass wenn Menschen attackiert werden oder sonst irgendwelche Sachen, ne? Dafür sollen wir natürlich beten für unsere Feinde. Aber Bruder Amir, du darfst nicht vergessen, dieser Bischof, der ist orthodox. Ja, ich weiß. Das bedeutet, er hat nicht aus seinem Heiligen Geist gesprochen, weil er den gar nicht haben kann. Der Mann, er sagt ja jetzt zum Beispiel extra, segnet diesen Täter, dass er umkehrt. Meiner Meinung nach könnte das auch eine Inszenierung sein von der Kirche,
damit die wieder gut dastehen, um zu sagen, ey, ihr kommt wieder zurück in die Kirche. Weißt du, wie ich das meine? Ja, das wissen wir nicht, Fabio. Das sind Spekulationen. Aber der Mal-Mali kann ja auch teilhaftig des Heiligen Geistes sein. Nicht versiegelt, sondern so wie der Hebräerbrief sagt, dass die Leute auch teilhaftig des Heiligen Geistes sein können. Aber Bruder, wie lange soll er denn teilhaftig sein, dieser Mann? Glaubst du nicht, dass der etwa die Bibel unnormal gut kennt? Ich meiner Meinung nach, er kennt die Bibel unnormal krass. Und wenn einer den Heiligen Geist hat, der Heilige Geist, der würde es niemals zulassen, dass du über Jahrzehnte in einer falschen Lehre irrst. Weißt du, wie ich das meine? Eigentlich, ja. Deswegen, wir dürfen nicht emotional sein. Wir müssen auch hart. Nee, ich werde auch nicht emotional. Ich sage ja auch ganz normal. Ich muss ja nicht mit diesem Bischof eins werden. Ich bin auch nicht einverstanden mit dem, was er zum Beispiel gesagt hat über Trump und so Blödsinn. Wo ich gesagt habe, das hat mir schon gereicht. Da wusste ich, alles klar, das stimmt irgendetwas nicht. Aber wenn er zum Beispiel solche Worte wählt, ne, und sagt, dass man zu denen halt lieb sein soll, die Böses im Schilde haben, ne, da sagt er absolut nichts Falsches. Ja, aber Bruder, wie macht der Satan das denn am besten? Dass er die Leute ein bisschen Honig um den Mund schmiert, dass sie sofort auf die emotionale Schiene fahren. Weißt du, wie ich das meine? Wir müssen auf jeden Fall sehr vorsichtig sein und die Leute warnen, dass auch dieser Bischof nicht gerettet ist. Ja, du hast recht. Ja. Da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Also ich wollte da nur das mal eben sagen, weißt du? Weil die Leute, die müssen gewarnt werden. Der Mann hat sehr viel Reichweite. Ich sag mal so, es könnte Spekulation sein. Es weiß keiner, ob der vielleicht ein involvierter Gatekeeper ist, um Leute zu verführen. Wo er auf einmal gesagt hat, wählt Trump und der wollte irgendwas aufhalten und so, da war mir schon alles klar. Da stimmt irgendetwas nicht. Aber das tut mir leid für ihn, ne, dass da irgendjemand dahin geht und ihn absticht und sowas. Ne? Ja, natürlich. Wir müssen für diese Leute beten. Und die Leute, die draußen vor der Kirche oder wo das passiert ist, gewartet haben, hast du gesehen, wie die gesagt haben, bringt ihn raus. Die wollten haben ihn ein hartes Urteil gewünscht, anstatt zu sagen, betet bitte für ihn, dass er den Herrn annimmt. Warum haben die das nicht gemacht? Da hast du ihre Gesinnung erkannt. Ja, genau, die haben einen bösartigen Geist, ne? Sehr, sehr bösartig. Ja. Wenn sie den Heiligen, jeder Mensch, das bestreitet keiner, jeder von uns kann mal fleischlich werden, wir müssen aber sagen, tut mir leid, demütig sein, wir waren fleischlich, das war nicht aus dem Geiste heraus, das müssen wir dann erwähnen, verstehst du? Ja, so wie ich das gerade bei CP gemacht habe, ne? Wenn ich so irgendwas aus dem Fleisch rede, dann sage ich jetzt weltlich gesehen, nicht, dass ich jetzt gerade so rede, als würde ich aus dem Heiligen Geist sprechen, dass das, was ich gerade sage, weltlich ist. Stellt euch mal vor, aus der weltlichen Perspektive, siehst du, ich unterscheide immer. Ja, das müssen wir auch. Wir müssen ja ein Urteil fällen können, ne? Nein, das hat doch niemand gesagt, dass sie ihn küssen sollen. Aber die Leute wollten ihn ja lynchen und das ist falsch. Das wissen wir ganz genau. Naja, weil Bruder Amir zum Beispiel gestern, du kennst ja Bruder Axel auch, warst ja bei ihm auch im Live öfter und so, ne? Da kam so ein Typ hoch gestern, der hat mich ja voll angemacht, der meinte, du bist voll auf Drogen, weil ich gesagt habe, ja, es ist tragisch, aber der Mann ist nicht gerettet, weil er in einer falschen Lehre irrt, ne? Und das über Jahrzehnte. Da sagt er, bist du verrückt und sowas, bist du auf Drogen, der Mann ist mehr gesegnet als du, er kommt eher in den Himmel als du, hast du dir seine Predigten angeguckt? Da habe ich zu ihm gesagt, hör mal, ich brauche seine Predigten nicht mal angucken. Ich sehe nur dieses Screenshot da, wo er attackiert wurde. Das reicht schon alles. Weil die Bibel sagt davon, dass wir unser Haupt nicht bedecken sollen, wenn wir predigen. Ja. Nur allein durch solche kleinen Feinheiten, weißt du, können wir schon solche Dinge erkennen. Und das ist wichtig, dass die Christenheit darauf achtet. Ja. Weil, Bruder, wir müssen zum Beispiel, als wir Buße getan haben, was sagt denn Johannes 3, Vers 3? Wahrlich, ich sage dir, wer nicht von Neuem geboren ist, wird das Reich Gottes nicht sehen. Was bedeutet das, die Buße, die Wiedergeburt? Die Wiedergeburt bedeutet Taufe mit dem Heiligen Geist. Und meint ihr ernsthaft, der Heilige Geist würde es zulassen, dass du Jahrzehnte in einer falschen Lehre bist? Bei mir, ich war am Anfang, wo ich den Herrn Jesus noch nicht mal kannte, da war ich auf der Suche und der Herr hat mir schon innerhalb von ein paar Tagen schon gezeigt, habe zu manchen Leuten keinen Kontakt, weil er mich da geführt hat. Das über 30, 40 Jahre. Der Mann, der kennt die Bibel in- und auswendig. Er weiß genau, wovon er spricht
und er handelt komplett entgegengesetzt. Ja, einige Punkte bei ihm sind sehr, sehr zu bemängeln. Ne? Das ist das. Da hast du schon recht, ne? Dass die Lehre da nicht so richtig sitzt. Aber das, was der halt sagt, der zieht halt sehr viele Menschen auf seine Seite. Ne? Ja, und das ist aber Verführung, Bruder. Das ist natürlich eine sehr, sehr traurige Sache. Ne? Das, wir dürfen das niemals irgendwie, wie soll man das sagen, dieses Unmenschliche an den Tag legen. Ne? Nein, wir müssen für ihn beten, wir müssen unsere fleischlichen Begierden zurückstecken und auch diejenigen zurechtweisen, die falsch lehren, da hast du schon recht. Genau, genau, wir müssen diese Leute zurechtweisen. Also wie die Schrift sagt, ne? Weiß diejenigen zurecht, die in einer falschen Lehre sind und tu deinen Mund auf. Ne? Genau. Und Bruder, ist das nicht Liebe, wenn ich jemanden hart ermahne? Oder muss ich Allversöhnung machen wie die ganzen anderen TikTok-Päpste? Nein, du bist ja ein Bruder im Glaube. Nein, du Katholik bist auch ein Bruder im Glaube. Warum warnst du ihn nicht, wenn du doch wiedergeboren bist? Ja. Warnen diese Leute doch, dass sie in einer falschen Lehre sind. Die müssen umkehren. Ja, natürlich, klar. Muss man erwähnen. Ja. Ich darf urteilen. Okay, Ami, das wollte ich dir nur sagen, ja? Okay, Gottes Segen, mein Lieber, Gottes ja? Gottes Segen. Ciao, ciao. Ja. Wo bist du? Wer bist du, dass du ermahnst? Ja, jeder einzelne wiedergeborene Christkind Gottes kann natürlich die Lehre begutachten, beleuchten und aus dem Heiligen Geist gucken, ob das, was der lehrt, auch biblisch ist, ne? Ja, ist natürlich ein schwieriges Thema, aber wir müssen zur Bibel stehen, nicht zu irgendwelchen Gelüsten, die in uns ist. Ne? Oder halt Emotionen. Ne? Der hat doch gesagt, dass er froh ist, dass er überlebt hat und dass man für ihn beten soll. Er hat ihn ja nicht schlecht gemacht oder so. Es geht um die Lehre. Leute, ihr müsst differenzieren können. Genau. Treu zum Wort. Und wenn die Menschen etwas Falsches sagen, dann muss man dagegen etwas sagen. Mir ist egal, ob der eine XYZ seine fleischlichen Begierden an den Tag legt. Wenn du etwas Falsches lehrst, dann musst du damit rechnen, dass es Leute gibt, die etwas dagegen sagen. Dass du da und da etwas Falsches gesagt hast. Wenn du also hingehst und zum Beispiel weltliche Instanzen empfiehlst und versuchst, irgendwie das System zu verändern, obwohl alles in der Hand des Herrn liegt. Aber was ist das denn für eine Lehre? Ist das Menschenlehre oder was ist das für eine Lehre? Das muss jeder, jeder muss das ja sofort erkennen. Einen Moment. So. Ja, wir müssen zur Lehre stehen und nicht zu XYZ. Ne? Also, wenn jemand gut lehrt, richtig lehrt, dann muss man das sagen. Wenn jemand falsch lehrt, dann muss man das Kind beim Namen. So einfach ist es. Da ist schon wichtig, hab Acht auf dich und die Lehre. In welcher der Heilige Geist auf sie ist. Ah, bist du katholisch? Nein, ich bin ein Kind Gottes, Mann. So wie jeder Mensch sein müsste. Ne? Alle müssten sie wiedergeborene Kinder Gottes sein. Ansonsten gibt es keinen Eintritt für dich ins Himmelreich. Ne? Du musst dir nur das Gleichnis wo der Herr das erwähnt, mit dem Schnitter. Lass sie zusammen wachsen und am Ende wird dann geerntet. Und der Unkraut wird dann abgeschlagen und ins Feuer geworfen. Ja, genau, keine Konfession rettet, nur die Wiedergeburt. Das muss jedem bewusst sein. Ist natürlich sehr, sehr heftig, ne, was der CP da sagt. Ne, und dann hören ihm noch Tausende von Christen dann zu. Und ja. Aber da siehst du mal, dass die Leute auch so ein bisschen dagegen wirken und sagen, nee, das, was du gerade sagst, ist nicht aus dem Heiligen Geist, entspricht auch nicht der Lehre der Bibel. Weil der Herr Jesus Christus
niemals sowas gelernt hat, dass man Gewalt anwenden soll. Ne? Niemals. Und dann sagt er, und dann macht er sich lustig über die Christen, dann sagt er, ja, warum hat denn Jesus gesagt, warum hat der Jesus Christus gesagt, dass wir uns ein Schwert kaufen sollen? Schaut euch das mal bitte an. Da sagt der Sibir, warum sollen wir uns denn ein Schwert kaufen? Als wüsste er nicht, dass er dem, als wüsste er nicht, dass der Petrus mit der Geschichte mit dem Söldner etwas sagen möchte. Pack das Schwert ein, denn jeder, der zum Schwert greift, umkommen wird durch das Schwert. Und er hat nicht zu dem Petrus, der hat nicht zu Petrus gesagt, schlag weiter in ihn ein. Der hat das Ohr des Söldners geheilt. Und hat jedem seiner Anhänger gesagt, greife nicht zum Schwert, räche dich nicht, mache die Menschen nicht, du weißt schon, in die Ewigkeit schicken. Nein, das hat CP gesagt, dass man die Leute, dass man sich Schwerter kaufen sollte. Das ist heftig. Das ist so krass. Ja, da siehst du, dass das nicht aus dem Heiligen Geist ist, was der CP da gesprochen hat. Weltlich gesinnter Geist, ne? Weltlich gesinnt. Das ist das Problem. Aber nochmal darauf zurückzukommen, auf die Tat des Typen. Da sagte der, da haben die gefragt, ja, warum hast du das denn getan? Da sagte der Typ, ja, der hat meine Religion beleidigt, der hat meinen Propheten beleidigt. Und der Marmari, was hat er denn großartig gesagt, der Marmari? Der hat nur gesagt, dass der Mohammed das aus dem Johannesevangelium hat, mit, dass Jesus das Wort Gottes ist und ein Geist von ihm. Ja. Also der hat nichts Schlimmes gesagt. Und dann siehst du auf einmal, wie die Muslime schon da ausflippen. Was meinst du, was die Muslime sich bestimmt gefreut haben über seinen... Ja, ihr wisst schon. Da haben die bestimmt festgefeiert und haben gesagt, ja, dieser Käfer soll der mal schön nackend therapiert werden. Einfach nur bösartig. Wir machen mal bitte Camillo Rizzo. Nein, jetzt nicht. Gleich wieder, später. Jetzt erstmal nicht. Camillo Rizzo gibt es jetzt erstmal nicht. Camillo Rizzo hat sich jetzt auskamillorisiert. Gleich wieder. Aber es ist echt erstaunlich, dass es weltweit dann Muslime gibt und sagen, das war kein Muslim, obwohl er geschrien hat, Allahu Akbar, der hat meinen Propheten und meine Religion beleidigt, deswegen habe ich das gemacht. Und dann sagen die Leute, das war kein Muslim. Ja, weil die Muslime sich in Grund und Boden schämen dafür, ne? Dass jemand da hingeht und so einen alten Mann, ja, fast schon nackend therapiert, ne? Unfassbar. Ja, woher kommt das denn? Woher kommt das, ihr Muslime? Woher kommt das? Ihr wisst genau, woher das kommt. Wer den Propheten kritisiert, der hat nur Nackentherapie verdient. Nur eine Nackentherapie. Da siehst du mal, es ist nichts anderes wie zur damaligen Zeit, als Mohammed noch gelebt hat und gesagt hat, wer ist bereit, Kaab ibn Ashraf nackend zu therapieren? Ne, nichts anderes. Wer ist bereit, Marmari nackend zu therapieren? Richtig? Und dann stehen einige Muslime auf und sagen, ja, Rasulallah, ich werde das für dich übernehmen. Und der Typ hat gehandelt. Dieser, was weiß ich was, das war Syrer oder was war der? Machen wir solche Neue Testament folgen oder Alte? Bitte, ich will das wissen. Du sollst der Bibel folgen, sowohl Altes als auch Neues. Aber so wie der Herr Jesus Christus dir das beigebracht hat, im neuen Bund als Heide dich unterzuordnen in den Geboten Christi. Die gesamte Bibel ist das Wort Gottes, aber das Neue Testament gilt für dich. Ja, du kannst als Christ das Alte Testament nicht ablehnen. Das geht nicht. Du als Christ, als Nachfolger des Herrn, musst dich an das Neue Testament halten, weil du als Heide zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kamst. Du hast nichts mit dem Alten Testament zu tun. Nichts.
bist ein Heide und kein Jude. Du gehörst zum himmlischen Volk, nicht zum irdischen Volk. Israel ist das irdische Volk Gottes und sie halten sich an das Alte Testament, weil sie ihren Messias nicht erkannt haben und immer noch im alten Bund stehen. Ja, sehr, sehr traurig. Sehr traurig. Aber nochmal darauf zurückzukommen, ne? Als der Mohammed damals schon die Leute, als sie kritisiert haben, Mit was hat er sie denn belagert? Mit Rosen? Hat er Rosenwasser mit ihnen gegeben? hat er zu ihnen gesagt, ja, macht weiter, beleidigt mich und wirft ruhig Müll an mein Haus. So wie der eine Jude das getan hat. Kennt ihr die Muslime, die das immer wieder erwähnen, die Geschichte? Komm und wirft Müll vor mein Haus. Hallo, Gott segne dich und deine Familie. Grüß dich. Dich, mein Lieber. Ich habe mal eine Frage. Ja. Wieso beschäftigst du dich eigentlich mit dem Islam mehr als mit deiner eigenen Religion? Ich beschäftige mich sowohl als auch. Hast du ein Problem, wenn du nicht müsstest, dann kannst du ja nicht zuhören. Nur ich frage ja nur. Deswegen antworte ich dir ja. Ja, aber du redest ja nur über den Islam. Zu 80%. Okay, wenn der Koran nur über die Christen und über das Christentum redet, warum redet der Koran nicht selber über sich selbst? Es geht ja gerade um dich. Ja, aber es geht ja gerade um den Koran. Wir reden ja darüber, dass der Koran ja Blödsinn erzählt über die Bibel. Richtig? Okay, ich hab mal eine Frage, ohne dass du mich vielleicht gleich kickst oder so. Wenn du ein bisschen Mumm hast, darf ich die Frage stellen? Wenn du Mumm hast. Ja, genau, wenn du Mumm hast. Nein, alles gut. Nur mal eine Frage. Nein. Also, weißt du, ich habe mir mal so geguckt, wer bist du eigentlich, ne? Und dann habe ich mir mal geguckt, was du sagst, wer du warst, praktizierender Moslem, richtig? Habe ich das jemals gesagt? Dass du ein praktizierender Moslem warst, hast du gesagt. Wann habe ich das gesagt und wo habe ich das gesagt? Ja, warum nennst du dich dann Ex-Moslem? Weil wir alle als Muslime geboren wurden und weil ich in einer islamischen Familie aufgewachsen bin. Also warst du kein Praktizierender? Achso, muss man ein Praktizierender sein, da hat dein Prophet aber Blödsinn erzählt, oder? Ja, aber warte, es gibt ja zwei verschiedene Sachen. Es gibt einmal die Hobby-Muslime und einmal die Praktizierenden. Und ich frage dich, in welche Schublade kommst du rein? Darf man einfach so Muslime aus dem Islam exkommunizieren? Also du warst kein Praktizierender. Was möchtest du denn wissen? Ob du ein praktizierender Muslim warst. Was heißt denn für dich praktizieren? Du bist doch selber gar nicht praktizierend. Das weißt du ja nicht, oder hast du die Glaskugel? Ich kann in Sure 9, Vers 41 schauen, dass du nicht Allahs Wort praktizierst. Du bist ein Kerl. Okay, hast du am Tag 5-mal gebetet? Brauche ich nicht. Und jetzt? Also warst du kein Praktizierender. Warst du schon mal in Mekka? Also warst du kein Praktizierender Moslem. Also warst du noch nicht in Mekka, du bist kein praktizierender Moslem. Weißt du, was das Interessanteste an der ganzen Geschichte ist? Ja, dass mal, du nicht schreibt, da warst und kein praktizierender Moslem warst. Okay, Hope schreibt gerade, er ist jetzt Christ Bastard. Was für ein Erbsenzähler. Ja, aber warte mal, wenn jetzt jemand nicht gebetet hat, aber nicht Pilgerfahrt machen kann, ist er dann ein Moslem oder nicht? Nochmal bitte? Ist einer, der jetzt keine Pilgerfahrt macht, auch Moslem oder nicht? Ich sag mal so, wenn er die finanziellen Möglichkeiten hat und nicht das macht, würde ich eher zum Nein tendieren. Ah, du würdest eher Nein zendieren. Und wenn er wenn er finanziell die Möglichkeit hat und er bewusst nicht hingeht, ist er in meinen Augen kein Praktizierender. Also, und wenn er Zakat bezahlt, also nicht bezahlt? Ja, aber jetzt kannst du mich ja mit alles durchlöchern haben, ja. Ja, aber das sind ja die 5 Säulen des Islams. Praktizierst du andere nicht? Wo kommen wir dann hin? Nur das Gebet oder was? Was mit den anderen Säulen? Amir, weißt du, was ich traurig finde, wenn ich mir mal... Ich finde deine Aussagen sehr, sehr traurig. Ja, ist ja okay, das ist ja nur meine Meinung. Das Gebet lerne ich dir in 5 Sekunden, also in einer Stunde alles. Wo ist das Problem? Irgendein auswendig gelernten Schrott kann doch jeder runterbrettern, oder? Das Problem liegt darin, weißt du, wenn ich mir mal deine Historie ansehe, kommt ne? Kommt dir wieder mit Historie. Ja, aber ganz kurz, wieso komme ich dir denn? Das sind doch Flecken auf deiner Weste, Amir. Reicht dir das, wenn ich zum Beispiel Koransuren rezitiere? Reicht das aus, dass ich ein praktizierender Muslim war? Nein. Ich möchte eigentlich... Sag ich dir, ich möchte gerne mal über deine Vergangenheit mal sprechen. Ja, was muss ich denn tun, um ein Moslem zu sein? Was müssen wir tun, damit wir Muslime sind?
worauf ich hinaus will, du weißt, du springst doch von Hochzeit zu Hochzeit, Amir. Du weißt doch selber nicht, was du willst. Ja, ist doch so. Früher warst du Rapper, dann warst du. Ja, dann warst du ein Moslime, dann bist du neu geboren. Ja, was bist du denn jetzt? Was bist du denn in 3 Jahren? Ich war auf jeden Fall Wepper. Ja, genau, was bist du in, was bist du in 3 Jahren? In 3 Jahren bist du Buddhist oder was bist du in 3 Jahren? Ich kann nicht mehr. Was war ich? Wepper. Boah, du bist doch kein Schuljunge, der dich darüber lustig macht. Was bist du in 3 Jahren? Erzähl mal. Ich will dir deinen Quatsch hier lustig machen. Komm mal, ja, was bist du in 3 Jahren? Was suchst du überhaupt hier in Deutschland? Sollst du nicht die Hijra vollziehen? Du toller Moslem. Kommen wir nicht mit sowas. Ich habe mehr Steuern für das Land mehr getan als du. Kommen wir nicht mit Bruder sowas, zusammen. Sagt er. Dann sagt er auf einmal, oh, kommen wir nicht mit sowas. Siehst du, was für ein Heuchler ich du bist? Ich sage dir gerade, ich habe mehr für dieses Land getan als du. Deswegen das war spielt keine Rolle. Du bist doch ein Moslem. Du bist doch ein Moslem. Ja, und was ist das Problem? Ja, Mohammed hat gesagt, du sollst die Hijra machen, wenn du dazu in der Lage bist. Jetzt kommt du willst Krankenversicherung. Du willst Krankenversicherung und iPhone. Ey, ja, das wollen wir mal, willst du mal das Alte Testament, wollen wir das mal durchlöchern, wenn du hier schon die ganze Zeit so redest? Ja, wollen wir das mal durchlöchern, was da alles drin steht? Du bist Heuchler, du bist. Hast du gesehen, bist doch der Heuchler. Wer von du bist A nach B, Heuchler. Von du bist Ding, einer du der Monarchen. Springst von A du bist nach B. Monarchen, die Mohammed bis aufs. Du weißt schon, nein, was nein, du laberst nur Kacke. Das ist das Traurige. Du bist ein religiöser. Was bist du? Ein religiöser Monarchen. Okay, was bist du denn? Ich hab mich losgesagt von dieser Teufelssekte. Und was bist ich du jetzt? Ich hab mich losgesagt. Ich hab gesagt, ja. Nein, das kann nicht andere Menschen wehtun. Nein, das geht okay, nicht. Was bist du denn jetzt? Ich bin ein wiedergeborener Kind Gottes. Was okay. bist du denn jetzt? Okay, und in dem hab Moment, wo du den Islam in den Dreck ziehst, ist das dein Vorbild? Ach so, was meinst du denn mit Dreck ziehen? Digga, was ich sagen möchte ist, wenn ich meinen Mund gegenüber gegenüber dem Koran, der uns dazu aufruft, uns nackt zu therapieren, da sagst du, dass ich was? Dreck ich sag, Islam erzähle? Nein, ich sage, hol doch die Leute, wenn du schon sowas machst, ne? Dann hol doch die Leute mit der Liebe von der Bibel rein. Und nicht jedes Mal, indem du sagst, das ist scheiße, das machen nur Schuljungs. Was geht ab? Das ist scheiße. Kümmer dich doch um deine gerade Bibel. Mit einem Erwachsenen oder mit einem Zehnjährigen oder was? Sagt derjenige, der früher auf jeder Hochzeit getanzt hat. Das fragst du gerade mich. Ich tanze jetzt auf dieser Hochzeit und danke, dass du für Kamelurin hier warst. Dankeschön. Okay. Raus mit dir. Was für ein Bollehaufen. Unglaublich, möge der Jesus Christus deine Augen öffnen. Ist das ein Typ? Selber lebt er hier in Deutschland, müsste die Hijra vollziehen, dann sagt er, du bist kein Moslem. Ist das ein Typ? Ist das ein Typ? Wenn Allah sagt, vorgeschrieben ist dir der Kampf in Sure 2,216, praktizierst du also das Wort Doppelwopper, du? Das kennt er. Armin, du hast nicht gebetet. Das ist für ihn das Einzige. Armin, du hast nicht gebetet. Ja, was ist mit den anderen Tausenden von Sachen im Islam? Das lassen wir außer Acht, ne? Armin, du hast nicht gebetet. In einer Stunde lerne ich dir das Gebet. Wo ist das Problem? Fajr, Zohr, As, Maghrib, Isha. Ist das ein Problem? Diese auswendig gelernten Suren runterzubrettern, oder was? Al-Fatiha, eine beliebige Sure zu rezitieren und dann diese paar arabischen Sätze von sich zu geben. Und dann bin ich ein praktizierender Moslem. Hast du sie noch alle oder was? Da geht's dir noch gut? Diese Billo-Ausreden? Um meine Person zu diskreditieren? Wir waren nie praktizieren, also braucht ihr nicht zuzuhören. Alles, was er sagt, ist sozusagen auch falsch. Also unsere ganzen gesamten islamischen Quellen müssen wir jetzt alle unterm Busch schmeißen, weil Armin jetzt nicht gebetet hat. Aber er zitiert doch aus Sahih Bukhari, sei Muslim. Egal, er hat nicht gebetet. Wie kaputt muss man bloß sein. Oh, Kamelurin, da ist das Hirn von vorn. Kamelurin. Ich war Wopper. Wir glauben an die Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Sohn hat sich losgelöst und wurde Mensch. Der ignorante Koran sagt einfach nur in Sure 6, 101, wie sollte Allah einen Sohn haben, wo er doch keine Gefährtin hat? Der Allah denkt, dass die Christen glauben, dass Gott physische Kontakt zu Maria hatte, damit Jesus geboren wird. Das ist
Das ist absolute Ignoranz. Okay, das nehme ich mal so. Und ich wollte noch was wissen. Kannst du mir mal erklären, was Uritarier sind oder was es genau ist? Das gibt es ja so Christen, die auch Uritarier sind, oder? Weißt du, was Unitarier. Es ist? Unitarier, genau. Ja, die sagen, dass nur allein der Vater der wahre Gott ist und Jesus nur der Sohn Gottes, also nicht selber Gott. Okay. Und sie beziehen sich darauf, dass die Menschwerdung des Herrn Jesus Christus außer Acht gelassen wird und ihn einfach nur als so ein Wesen betrachten, das aus dem Vater kommt, aber nicht selber Gott ist. Ja, und dann betreiben die Polytheismus dadurch. Und das Ganze wurde ja auch am Konzil zu Nicea festgelegt, als sie da zur Debatte getreten sind. Weil der Arius, die Arianer, die vertreten ja auch dieselbe Lehre. Und dann kam es zur Debatte zwischen ihnen und dann wurde es festgelegt am Konzil zu Nicea, weil diese Leute da ihre Lehren verbreitet haben. Und Kaiser Konstantin zu der damaligen Zeit, der Kaiser in diesem Reich war und die Christen über sie geherrscht hat. Und dann wollte er natürlich Einheit haben unter den ganzen Christen und hat er sie eingeladen zur Debatte. Ja, und dann wurde am Konzil zu Nicea festgelegt, dass der Gott ein dreieiniger Gott ist, der Trinität. Okay. Dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist der gleich ewige Gott sind. Sie teilen sich also das gleiche ewige, den gleich ewigen Gott. Ja, und somit wurden alle anderen Irrlehren als klare Irrlehren auch betitelt. Ne? Arianismus, Unitarier und was es da nicht alles gibt. Ne? Der Gott der Bibel ist unitarischer. Ja, okay, danke. Das wollte ich mal wissen, weil es mir jetzt nochmal eingefallen ist. Und was ich nach meinem. Hört dich so schlecht. Was hast du denn da? Hört man mich jetzt? Ja, jetzt ist wieder besser. Okay. Also, ich wollte noch was wissen. Also, sagen wir in der Zeit, also laut deiner Religion jetzt, was ja jeden Tag. Was machst du schon wieder da? Hört man mich jetzt? Ja, jetzt lass das so, genauso wie du jetzt bist. Okay, ich habe jetzt mein Handy hingetan. Also was ich jetzt nur wissen wollte ist, du glaubst daran, dass der Jesus ja gekreuzigt wurde. Und die Leute, die ja damals halt gelebt haben und gesehen haben, dass der Jesus gestorben wäre, haben sie auch daran geglaubt, dass er Mensch wurde, Gott wurde, also an die Dreieinigkeit damals, also so lange her? Sie wussten schon zu der damaligen Zeit, dass Gott selber auf diese Erde kommt, weil das Alte Testament voll von diesen ganzen Prophetien ist. Ne? In Jesaja 9,5, Jesaja 7,14, Zacharia 12,10 und die ganzen anderen Aussagen der Propheten. Und die Rabbiner sind sich auch einig darüber, dass zum Beispiel der Messias selbst Gott ist. Und deswegen fragt man sich auch im Islam, warum ist denn überhaupt Jesus der Messias im Islam? Was hat die Funktion eines Messias? Die Funktion eines Messias ist derjenige, der die Schuld der Menschen hinwegnimmt. Das ist die Funktion eines Messias. Der Erlöser. Okay, das wollte ich wissen. Der Koran übernimmt das einfach fälschlicherweise und sagt einfach, dass Jesus der Messias ist. Ja, aber wenn du sagst, dass Jesus der Messias ist, dann ist er der Erlöser quasi. Für was soll er uns denn erlösen? Von unseren Sünden. So. Aber wir Muslime, wir glauben ja auch daran, dass er halt der Messias ist und er zurückkommt. Ja genau, was bedeutet denn Messias? Das muss man beantworten. Also ist das nicht der Erlöser? Richtig! Ja, also, von was sollen sie uns erlösen? Was ist die Aufgabe eines Messias? Aufgabe eines Messias? Boah, das weiß ich jetzt nicht. Ja, was ist die Aufgabe des Messias? Die Sünden der Welt hinwegzunehmen. Ist das auch im Islam so, oder wie? Nein, der übernimmt einfach diesen Begriff Messias und weiß gar nicht warum. Kannst du mir warum das sagen? Warum musste denn der Isa von einer Jungfrau geboren werden? Was war denn der Grund? Was der Grund war? Ja, hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt? Die Bibel gibt uns eine Antwort darauf, der Koran nicht. Sag einfach, ja, es ist ein Wunder, Gott wollte es so. Nein. Kannst du mal sagen, warum? Ja, das Alte Testament in Jesaja 7,14 sagt der Herr selbst, siehe, die Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären. Ein Sohn, ne, wird kommen. Man wird seinen Namen Immanuel nennen, das heißt Gott mit uns. Also das Kind, das geboren wird, ist Gott mit uns. Und in Jesaja 9,5 heißt es, dass dieser Sohn, der uns gegeben wird, starker Gott genannt wird. Allein das reicht schon, um den Islam den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Kannst du mir nochmal den Vers geben? Ich will es mal aufschreiben. Ja, Jesaja 7,14 und Jesaja 9,5 bis 6. Jesaja 9,5, Vers 6 und 7. Okay.
Okay, danke schön. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ich würde es mal anschauen. Ja, mach das mal. Ne? Also, und die Jesaja-Rollen wurden ja vor kurzem, also was heißt vor kurzem, vor einigen Jahren wurden sie entdeckt am Toten Meer. Und sie stimmen mit unseren Bibelübersetzungen überein. Ne? Die Schriftrollen Jesajas auf 7 Meter, auf 7,14 Meter oder sowas müsste es sein. Nahezu lückenlos der Prophetentext. Ne? Das war eine Vernichtung des Islams. Wahnsinn. Ja, wenn du also die Wahrheit herausfinden willst und dank dem Internet kannst du es, ne? Ja, im Internet kann ich alles nachschauen. Ich gucke mir das mal auf jeden Fall an. Das ist sehr interessant, sowas. Ja, natürlich, klar. Das geht ja auch um deine Seele, ne? Die du sicher. Ja, natürlich. Es gibt ja auch nur eine Wahrheit. Ja, genau. Sehr gut. Es gibt nur eine Wahrheit. Der Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also er ist die absolute Wahrheit. Genau. Ja, Amen. Wundervoll. Okay, danke, dass du mich hochgenommen hast. Ich wollte dann langsam auch dann rausgehen, weil ich hatte halt diese Fragen. Wenn ich ein paar Fragen oder so sonst habe, dann würde ich einfach nochmal hier reinkommen wollen. Du bist immer willkommen. Gott segne dich und deine Familie. Ja, danke schön. Ciao. Mach's gut. Ja, man merkt, wie normal der Typ, ganz genau. Der war noch nicht allzu mit dem islamischen Geist vergiftet, ne? Gott sei Dank. Guter Junge. Ich denke, dass er sein Gehirn und sein Verstand benutzt, um... ja. Was ist das denn für ein Typ hier? Ja. Allah heißt übersetzt Gott, bin Jesidin. Aha. Wow, tolle Erkenntnis. Sehr, sehr tolle Erkenntnis. Ich bin sehr begeistert von dir. Sehr, sehr begeistert von dir. Du machst das sehr, sehr gut. Ah, komm hier. Ich troll die Leute noch rum. Ruhe im Karton. Was ist eigentlich aus der Kurdi geworden? Keine Ahnung, was aus dir geworden ist. Der hat sich erstmal zurückgezogen. Der hat eine richtige Ansage bekommen. Der hat eine richtige Ansage vom Staat bekommen. Die haben ihn richtig auseinandergenommen. Ja, die ganzen Geschichten aus dem Alten Testament sind Prophezeiungen, die sich erfüllt haben in Jesus Christus. Und da kannst du nicht einfach Geschichten so nehmen und eine neue Religion gründen und sie auf die Bibel, also eine neue Religion gründen und sagen, dass du der Gott der Bibel wärst. Dann widersprichst du ja deinen gesamten Offenbarungen, die du ja gemacht hast. Und das geht ja nicht. Gott widerspricht ja nicht seinen Offenbarungen. Das, was er offenbart hat, seinen Prophezeiungen und alles. Ne? Nein, wir wissen, dass Gott durch Gezeiten hindurch Prophetien gibt, die auf den Messias, auf den Herrn Jesus Christus absolut zutreffen. Und das Ganze dann auch von ihm erfüllt wird. Ne? Erfüllte Prophetien. Da kannst du nicht hingehen und einfach eine neue Religion gründen und sagen, ja, Gott hat jetzt wieder ein neues Update gebracht. Die sind ja immer in Sachen Updates sind ja die besten, ne? Ja, die Bibel hat mehr Updates als Fortnite. Dieser billige Spruch, Mann. Dieser billige Spruch, wie ich den nicht mehr hören kann. Die Bibel hat mehr Updates als Fortnite. Damit sagen sie eigentlich nichts anderes als Allah hat 124 Updates gebracht. 124.000 Updates gebracht. Er ist eigentlich der Gott der Fortnite. Der Fortnite-Updates. Armin, da wollen Papa ein Paket haben. Ja, gerne. Wer will Paket haben? Bitte melden. Stummschaltpakete. Ich werde euch Stummschaltpakete geben. Ich bin in Verteilerlaune. The One. Ja, The One, genau. Gottes Segen auch dir, Toni. Wer will Stummschaltpaket? The One, melde dich. Bitte nicht Drohungen aussprechen. The One. Immer locker bleiben. Unser Dadasch. Ja, unser Dadasch. Dr. Sheikh Abu Mufti Abu Amir.
Ich habe den dreifachen Mufti übersprungen. Ich finde super, super Mufti. Super Mufti Abu Amir. Danke. Gibst deinen Song auf Hetzafi? Ja klar, hallo, auf Hetzafi gibt's den auf jeden Fall. Hetzafi. Nicht auf Spotify, auf Hetzafi. Na, Lars kennt dich schon. Ja, das müsst ihr euch mal geben. Sobald eine Frau sich mit dem Islam auseinandersetzt, muss sie natürlich auch an dieses Himmelreich. Aber auch der Mann muss an das Himmelreich vorbei. Ne? Und dann wird er schon merken, dass derjenige, der dieses Himmelreich verspricht, nicht Gott ist. Aber zu 1.000.000%. Danke, Isi. Was hältst du von der evangelischen Gemeinde? Was soll ich davon halten? Eine Gemeinde, die verkündigt, dass Jesus Christus der allmächtige Gott ist, dass sie an den Vater, Sohn, Heiliger Geist glauben und da keinen Unterschied machen, dass sie aus Gnade errettet sind und dass Jesus Christus die zentrale Figur in ihrem, die zentrale Figur in ihrem Leben ist. Das ist schon mal ein guter Indiz dafür, dass das eine gute Gemeinde ist. Und nicht Uga Buga machen und so, ne? Salamala galawalawala und so. Da weißt du, dass du erstmal da bleiben kannst in dieser Gemeinde. Mit dieser Jalamala galawala und so, dann musst du wieder direkt in Frage stellen, diese Gemeinde. Wieso keine Streams mehr auf YouTube? Ja, siehst du, dass ich so gut wie fast für gar nichts Zeit habe. Ich bin froh, dass ich überhaupt hier auf TikTok live kommen kann mit euch. Den ganzen Tag unterwegs. In meinem Hetzmobil. Ich lebe ja schon fast in dem Hetzmobil. Hetzmobiles. Hetzmobile. This is Hetzmobile. Meinung zu Orthodoxen, ja. Das ist genau die richtige Frage. Meinung zu Orthodoxen und Katholiken und Evangelikale. Genau so ist das. So ist das richtig. Immer schön fragen. Meinung zu dies und Meinung zu das. Alles ist krass. Aber da gibt's nur einen, das ist Marcel Krass. Meinung zu Marcel Krass. Ja, Gehirn gewaschen bis zum geht nicht mehr. Vor 30 Jahren hat sich Gehirn waschen lassen. Ja, ich muss mal wieder auf Hetztour. So. Amir, was weißt du über Irans Angriff? Ist doch alles lächerlich. Der Iran traut sich nicht, irgendwas gegen Israel zu machen. Die würden sofort von allen Seiten attackiert werden. Das weiß der Iran auch, deswegen, ja. Das war eher so, ja. Bluff, wie nennt man das so? Bluff machen, ja. Ja, hinter Israel stehen ja Großmächte, ne? Ihr wisst ja, das USA hinter Israel steht, ne? Aber es könnte auch ganz schnell dazu kommen, dass der dritte Weltkrieg ausbricht zwischen Iran, wenn Iran dann da alles angreift, dass die islamischen Länder dann mit Russland, China und so, ne? Das kann durchaus alles ganz schnell passieren. Und dann bricht auf einmal der dritte Weltkrieg aus, ne? Davon spricht ja auch die Bibel, ne? Dass ihr von Kriegsgerüchten hört. Und es werden Hungersnöte kommen, ne? Die Endzeitrede des Herrn Jesus Christus. Aber erschrecket nicht, das alles muss geschehen, sagt der Herr. Ein Land wird gegen das andere Land aufstehen und ja, es wird zu ultra heftigen Kriegen kommen. Ne? Für die iranische Bevölkerung, ja, ist, ob jetzt zum Beispiel das Regime bleibt und oh, danke schön, Toni, was ist das denn? Was war das denn? Auszeichnung für Dr. Sheikh Abu Amir. Muss ich mir einrahmen. Was ich sagen wollte, jetzt bin ich rausgekommen.
Ja, ich meine, für die iranische Bevölkerung ist es egal. Für die Hauptsache, irgendjemand kümmert sich um das Problem der Mullahs, sozusagen kommt. Was ist das? Hallo? Hallo? Wer bist du? Wer du bist? Wie heißt du? Wie heißt du? Ich? Ja, ich. Ivo. Ivo. Ja. Ich auch, Ivo. Du auch, Ivo? Ivo. Nee. Ich bin Ibuprofen. Bist du Muslim? Nein, ich bin Ex-Muslim. Ich bin Islamfan. Ja, egal, aber Muslim. Nein, nichts egal. Warum nicht egal? Kommst du aus Syrien? Ja. Ah, sehr schön. Und dir? Was machst du hier in Deutschland? Nix. Was? Nix. Nix? Das sind sehr gute Voraussetzungen, auf jeden Fall für ein Bewerbungsgespräch. Das sind sehr gute Voraussetzungen für ein AfD-Bewerbungsgespräch bei AfD. Komm, ich will ihn, komm. Komm, ja, das hast du gelernt. Komm ins Spielen. Sehr gut. Das hast du gut gelernt. Komm, wir spielen Match, ne? Ja. Ja, ich weiß. Viel, viel Geld machen, ne? Viel, viel Geld machen. Immer Geld machen, ne? Wie bist du hier nach Deutschland gekommen? 7 Monate. Ja, aber wie bist du hier gekommen? Nicht wann? Was? Wie bist du gekommen? Mit Boot oder mit Flugzeug oder mit Auto oder wie hast du gemacht? Nein, laufen. Laufen? Ja. Wie? Erzähl mal. Nein, sag mal jetzt, ohne Spaß. Wie bist du hier nach Deutschland gekommen? Ein Monat laufen, komm her. Nein, sag mal jetzt ehrlich, wie bist du hier nach Deutschland gekommen? Du bist doch bestimmt illegal hier reingekommen. Hallo. Ich ein bisschen Deutsch. Ja, probier mal, versuch mal. Schwei, ein bisschen. Hallo. Ja, ein bisschen Deutsch. Ja, erzähl mal, wie hast du das gemacht, mein Bester? Bist du aus Deutschland? Ja, wo denn sonst? Aus Timbuktu oder was? Was? Nein, ich bin aus Timbuktu. Buktu. Wo ist Buktu? Buktu ist sehr weit weg von Deutschland. Deutschland? Nee. Sehr weit weg von Deutschland. Nein. Du, wie bist du hier hingekommen nach Deutschland? Wie? Wie lange? Wie bist du hingekommen? Nicht wie lange? Wie bist du? Ja, wie? Mit Auto, Zug, Flugzeug, Boot? Laufen, sag ich, laufen. Laufen von Syrien bis nach Deutschland laufen. Ja, in Türkisch und in Bulgaria. Hä? Ah, durch Türkei und Bulgarien? Ja, lauf. Okay. Was weißt du über Jesus Christus? Nicht verstanden. Jesus Christus, was weißt du über Jesus Christus? Jesu al-Masih. Keine Verständigung, Geist. Das ist sehr, sehr schön. Jesu al-Masih und nicht Isa ibn Maryam. Ja, aber das ist schon heftig, ne? 7 Monate ist er hier, aber Matchen hat er ganz schnell gelernt. Schau dir das mal bitte an. Matchspiel, das lernt man ganz schnell hier. Damit man Geld macht. Ist das zu fassen? Ja, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Match machen und Bürgergeld. Das ist sehr wichtig. Ist
sage nur eins, wählt richtig. Ach, selbst wenn du AfD wählst, mein Lieber. Oder meine Liebe, ich weiß nicht, wer sich in dem Account befindet. Die können auch nichts mehr tun, glaub es mir. Sie können nichts mehr tun. Mit Rewe, LKW, ja genau. Du kennst seine Geschichte nicht, er tut mir leid. Ja, ich habe doch nicht gesagt, dass er mir nicht leid tut. Ich habe ja versucht, mit ihm zu reden, aber der kann ja kein Deutsch. Das ist das Problem. Zu nerven. Ich wollte nur noch mal einen Abschlusssatz bringen. Abschlusssatz? Ja, ohne dass du kickst. Okay. Da hast du deinen Abschlusssatz. Wie fandst du den? Da kommt der rein, will dir mir noch eine Predigt halten. Das ist unglaublich. Abschlusssatz, dann will er rausgehen. Schau dir das mal an. Hallo. Hallo. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Boah, der schönste Spruch, also das schönste Gebet einfach. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich, mein Lieber. Was gibt's Besseres, wenn man sich so gegenseitig das sagt? Sag mal, was gibt's Besseres? Ja. Eigentlich nichts, ne? Außer das ewige Leben. Da gibt's noch was Besseres. Das ist das ewige Leben. Das ist das Beste, was es gibt. Toni! Toni! Das haben die sich gut gemerkt. Das ist bei den Geschwistern hier eingebrannt worden, das Toni. Was kann ich für dich tun, mein Bester? Manik, ich wollte dich nur hören. Ich wollte dir Gottes Segen wünschen, auch jedem, der da ist drinnen. Einfach ein bisschen Liebe verbreiten. Ja, sehr gut. Liebe verbreiten. Ja. Ja. Ich habe gestern... Wer ist denn die Liebe? Jesus Christus. Genau, also was müssen wir verbreiten? Jesus. Ja, sehr gut. So einfach ist das. Zum Beispiel, ich hatte gestern live gemacht mit ein paar Geschwistern. Sie haben so Liebe verbreitet, also Gottes Wort. So. War richtig schön. Und da war so ein Typ, ist reingekommen. Ich habe gesagt, ja bitte, Dings, meine Regeln für meinen Leib sind, egal wer du bist, was du glaubst, sobald wir nett miteinander umgehen, kann jeder hochkommen, jeder reden, alles schön. Und da kam so ein Typ, der hat an nichts geglaubt, also Atheist war er. Und er hat sich über meinen Namen lustig gemacht, also Stefan wie Jesus. Er hat gesagt, ja, ist schon ein bisschen verdächtig, als ob du mit ihm zusammen bist. Weißt du, und ich dachte mir so, ja, was ist bei dir falsch? Das Problem ist, ich wusste nicht, wie ich ihn rausschmeißen soll, aber Gott sei Dank ist er am Ende rausgekommen. Ja, lass dich nicht unterkriegen. Ja. Ich wollte nicht beleidigen, ich war einfach so, okay. Schön. Ja, aber ich finde es wirklich toll, dass es solche Leute wie dich gibt. Ach was. Die das wirklich so verbreiten. Ihr seid genauso wundervoll. Ja. Jeder von uns, jeder Einzelne, der zum Herrn Jesus Christus gehört, hat natürlich die beste Entscheidung seines Lebens. Keiner ist besser oder schlechter, wir sind alle gleich. So sieht's aus. Vielleicht ist der eine oder andere besser als ich sogar. Das ist doch gar kein Problem. Der andere oder einer hat mehr Wissen als ich, das ist gar kein Problem. Vielleicht hat der ein oder andere mehr Weisheiten auf Lager. Das ist auch gar kein Problem. Wir lernen alle. Wir lernen unser ganzes Leben. Aber du glaubst schon seit 13 Jahren oder so an, 11 Jahren oder so an Jesus glaubst du, oder? Ungefähr, ja, genau. Du hast dir richtig schönes Wissen eingeeignet. Das muss man wissen. Ach nee, andere haben 10.000 Mal besser das Wissen als ich. Ja, natürlich, es gibt immer jemanden, der mehr und mehr hat. Das ist wirklich, ich finde es erstaunlich, weil immer wenn ich mir denke, man kann nicht mehr wissen als der haben, kommt jemand anderer, der 10-mal das doppelt hat. Ja, Bruder Amir, kannst du die Trübsaljahre erklären? Ja, sowas kannst du am besten von Roger Levy erklären lassen. Er ist ein richtiger Bibellehrer. Und er hat auch Vorträge dazu abgehalten. Der 70. Woche Daniel und sowas. Ist besser, ihm zuzuhören, anstatt ich irgendwas Falsches sage und dann noch falsch lehre. Besser nicht, sonst kriege ich das doppelte und dreifache Strafmaß.
wenn ich etwas nicht weiß oder nicht kann, dann lieber jemanden empfehlen, der es kann. Aber mit Trübsaljahre haben wir nichts zu tun. Nur damit du Bescheid weißt, ne? Mit den Trübsaljahren haben wir Christen nichts zu tun. Wir werden vorher entrückt. Das ist aus der 70. Woche Daniel, ne? Die Trübsaljahre und alles. Guck dir am besten einen Vortrag von Roger Libby an und nimm dir dafür Zeit. Ne? Lass dir das lieber von einem richtigen Bibellehrer erklären. Oder von einem Bruder, der das auch sich damit sehr, sehr gut auseinandergesetzt hat. Ne? Ist immer gut, sowas zu sich eine Predigt anzuhören oder beziehungsweise einen Vortrag darüber. Ne? 70. Jahrwoche Daniel. Ne? Das darfst du nie außer Acht lassen. Trübsaljahre, 70. Jahrwoche Daniel. Aber vorher kommt ja noch die Entrückung und alles. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne uns alle. Gott segne dich. Ja, gerne. Einfach Roger Libby, Trübsaljahre, da findest du schon einiges, ne? Da kannst du dich in Ruhe hinsetzen und dann kannst du davon lernen. Was haltest du von Leo Bigger? Wer ist das denn? Ist der Leo größer? Leo Bigger? Ja, sag doch schnell, wer ist denn dieser Leo Bigger? Der Sänger oder was? Oder was ist das? Schweizer Prediger. Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie. Bruder, nehmen wir an. Ich debattiere mit einem Moslem, ne? Ja. Was kann ich machen, damit er so mundtot ist? Einfach Koran lesen, dann ist er schon mundtot. Einfach nur, wenn er den Koran aufsteckt, dann ist er schon mundtot. Ja, du musst ihm sagen, also, du musst ihm sagen, in Sure 2, Vers 106 und Sure 16, Vers 101, sagt Allah, wenn wir einen Vers tilgen oder in Vergessenheit geraten lassen, bringen wir einen besseren ein, der ihm gleich ist. Sie waren Allahs Verse nicht gut genug vorher? Warte. Boah, bester Mann am hier. Leute, alle tippen. So, da bin ich wieder. Ja, und sobald ihr einfach Koran liest und zu diesen Stellen kommt, dann werdet ihr schon sehen, dass der Koran einfach nur ein menschengemachtes Buch ist von den Sahaba und von den Kalifen, die nach und nach den Koran auch wieder verändert haben. Ja. Genau. Schließ also, dass Allah sich in tausenden von Versen widerspricht und sie durch andere Verse ersetzt. Also waren seine Verse nicht gut genug und muss sie durch andere bessere ersetzen. Daher sehen wir, dass Allah ein fehlbares Wesen ist und somit nicht Gott sein kann. Das war's. Fertig aus. Ja, Abu beweist uns, dass Allah ein fehlbares Wesen ist. Er ist ein Gemüsehändler. Als würden wir Äpfel und Birnen verkaufen. Und glauben die Muslims an den schwarzen Stein? Ja klar, das ist die rechte Hand Allahs auf Erden. Genau, das heißt, genau, was meinst du, warum sie den streicheln und küssen und so? Weil die Allahs Hand auf Erden streicheln und küssen. Ich verstehe Islam überhaupt nicht. Warte mal. Viel Spaß dir noch, Ex-Muslim. Wie kann man rausgehen, Leute? Wo ist denn dieser Shakey-Shake? Das kann doch nicht wahr sein. Immer ist er weg. Jedes Mal aufs Neueste. Immer lässt er diese ganzen Hetzis warten. Mann. Immer ist er überall, aber nicht hier in diesem Stream. Das kann doch keiner mehr. Das geht doch unter. Keine Kuhhaut mehr hier. Ja.
Deswegen Amir. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und einfach. Das mit Mari Emanuel war heftig, gell? Ich hab das in der Gruppe, gesehen, unglaublich. Das kann jeden von uns treffen. Ne? Jeder, der seinen Mund gegen den Islam aufmacht, da muss der damit rechnen. Ne? Ja. Ich habe letztens gesehen, dass die, ich weiß gar nicht, dass die meinten, dass die jetzt öfter den Deutschland angreifen wollen. Ja, die hatten ja geplant gehabt, Kirchen auch noch da irgendwas zu machen, ne? Wahnsinn. Ist das heftig. Da siehst du da, was für eine Religion wir zu tun haben. Aber ich Hauptsache einen Song machen, F steht für Frieden, gell? Das F steht für Frieden, genau. Und dann das Schlimmste ist für mich, wenn die ganzen, ich sag's mal, Ahnungslosen, meistens Deutsche, den Islam in Schutz nehmen wollen. Das ist für mich das Schlimmste, weil die sind die Ersten, die dran kommen, wenn der IS hier mal führen sollte oder sowas. Weißt du? Die meisten sich auch gar nicht mit dem Islam aus, zumal sie auch nicht ihre Zeit damit verschwenden wollen. Sie denken sich so, da sollen andere sich darum kümmern. Weiß ja, wie die sind. Und damit du denen sagst, was passiert, sagen die halt immer, ja, die Deutschen machen das auch. Ja, natürlich machen die Deutschen das, aber es ist einer von Tausend macht sowas Heftiges, was die machen. Oder weniger sogar. Ja. Und das Schlimme ist sogar, der es macht, ist halt meistens nur Clique dabei und will halt dazugehören. Das ist das Schlimme. Guck dir das mal an, da gab es gar nicht so. In dem Ausmaß gab es das früher gar nicht. Weißt du, das ist ja die Dunkelziffer, was wir kennen. Ich will, die normale Ziffer. Ich will gar nicht die Dunkelziffer kennen. Wie viele Menschen hier Gewalt erfahren durch die. Dann würde jetzt ganz Deutschland eine Panik ausbrechen, wenn die Dunkelziffer ans Licht kommen würde. Ja. Weißt du, ich meine, die ganze Gewaltstrafen war alles. Ja, es ist ein einziges Desaster, aber das alles muss geschehen, so sagt der Herr. Ne? Das alles muss geschehen. Die haben den Herrn Jesus Christus verworfen und dann werden die auch die Religion des Islam. Ja, das muss geschehen, leider, das stimmt. Ja, aber das ist leider. Zum Glück habe ich keine Angst vor dem Tod. Ich kann mit gutem Gewissen sterben irgendwann. Da brauche ich keine Angst vor haben. Keine Angst. Doch, genauso wie du. Das sieht man auch. Und das Heftige ist halt auch, zum Beispiel im Islam, wenn man 100% in den Himmel kommen will, 100%, muss man ja Märtyrer sein. Ja, genau. Da siehst du quasi, wie er die lockt, wie er denen das schlechte Gewissen nimmt. Zum Beispiel, jetzt, wenn jetzt jemand einen Straftat macht, sagen wir jetzt Nackentherapie, dann sagt ja Allah, hey, ich hab das für dich gemacht. Also ich hab das gemacht, gell? Irgendwie so war ja, das nicht doch. Nicht ihr habt sie nackend therapiert, sondern ich hab sie nackend. Genau. Und das nimmt denen das schlechte Gewissen weg. Weil die denken sich, ich war das gar nicht, von Gott war das. Ist das heftig? Genau, das war ja dieser eine, der auch da rumgeschrien hat bei Stürzberger, dieses berühmte Video, ne? Ich bin bereit, dazu, du weißt schon. Und der ist dann, hat dann wirklich gemacht, gell? Nein, ach, das ist Vogel gewesen. Ja, da gab's einen, ich weiß, dass es einen von denen gab, da hat Michael Stürzberger ein Video gemacht, hat ihm gesagt, ich würde am liebsten Nacken therapieren. Ach so, ja, der ist wirklich ausgewandert. Der ist das heftig, oder? Ist das heftig. Ja, siehst du mal, dass es Muslime gibt, die Allahs Wort ernst nehmen. Ernst. Ja, das ist heftig. Oh, bei mir ist ein bisschen windig. Ja, ich denke, dass der Koran das Wort Gottes ist, dann muss man das auch in die Tat umsetzen, was Gott von dir verlangt. Und dann das Heftige, wenn die dann wirklich sterben, denken die sich, hey, wo sind meine 20 Jungfrauen? Und dann stehen die vor Herrn Jesus und dann ist es zu spät, wenn sie von Jesus stehen. Ja, die wollen eine 72-jährige Jungfrau, aber keine 72 Jungfrau. Die wollen ihre Omis haben. Eine schöne Omi wartet dann da oben auf sie. Schön. Goldbraun gebrannt. Warte, ich geh kurz ins Auto rein, weil es ist laut. Das kriegen die noch, eine 72-jährige Oma. Das ist heftig. Falsch übersetzt worden. Eigentlich kriegen die eine 72-jährige Oma, nicht 72 Jungfrauen. Was meinst du, würden die dann immer noch sowas machen, wenn der Allah ihnen eine Oma verspricht? Auf keinen Fall. Also du siehst, dass sie mit irgendwelchen irdischen Sachen gelockt werden. Das ist der Teufel, das ist nichts anderes. Wobei ich glaube, dass selbst dann es ein paar geben würde, die es trotzdem machen würden, weil... Ja, klar, immer noch. Dann sagen sie...
weiß ja gar nicht, wie schön diese Oma ist. Ja, genau. Ist Omas, die wir hier kennen, nicht zu vergleichen. Ja, genau. Allah wird sie wunderschön machen. Die wird keine richtige 72-Jährige sein, sondern eine ultraschöne mit glatter Haut und so. So was hast du nicht gesehen. Da sind diese ganzen Gilfs und Milfs ja nichts dagegen. Das wäre die Ausrede eines echten Moslems. Milfs und Gilfs. Ist das ekelhaft. Devon, wenn Ami hetzen würde, dann sagst du quasi, dass dein Buch, dass dein Koran eine Hetze ist. Und damit hast du recht. Er liest nur vor, was in der Koran drin steht. Das kann kein Hetze sein. Denk doch einmal nach, bitte. Stell mal vor, Ami wäre. Ja, ich lese. Ami ist doch nicht so blöd und liest falsche Koran-Verse vor. Lest doch einfach mal nach und dann siehst du, was da drin steht. Warum sagst du sowas? Das ist doch Schwachsinn. Das ist echt unglaublich. Jedes Mal falsch übersetzt, Hetze, irgendwas ist da immer. Bist du noch da, Amir? Amir? Hä, hört ihr mich? Ich habe, glaube ich, einen schlechten Empfang oder so, ne? Achso, ich dachte, du wirst wieder gesperrt. Ich habe einen schlechten Empfang. Achso. Aber jetzt geht's wieder, jetzt hörst du mich, ne? Ich höre dich wieder, ja. Na, das war gerade nicht flüssig, deswegen. Ja gut, Ami, dann lass ich mal jemand anderen rein, oder? Ja, ist kein Problem. Okay, alles klar. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, danke. Gott segne. Ciao. Ja, das ist krass, ne? Dass die für ihre Libido, für ihre Eier da alles machen, ne? Und zwar in den Krieg auswandern und andere Menschen verletzen, ne? Das ist heftig. Am Hetzmobil foltern, ja, genau. Wer braucht seine tägliche Dosis Hetzerei? Danke, Larissa. Gott segne euch und eure Familie. Ja, aber nochmal darauf zurückzukommen, das, was dem Bischof da passiert ist, das ist absolut traurig und sowas wünscht man keinem Menschen. Wir müssen mit ihm nicht in der Lehre einverstanden sein. Wir müssen auch überhaupt nicht mit irgendwem in der Lehre einverstanden sein, aber dass man jemanden den Tod wünscht oder dass man jemanden die Hölle wünscht oder dass man so glücklich ist über das, was passiert ist, das ist absolut geisteskrank. Ne? Absolut geisteskrank. Und sowas darf niemals sein. Niemals. Deswegen sollten wir immer den Herrn Jesus Christus im Fokus haben, der gesagt hat, betet für diejenigen, die euch beleidigen und verfolgen, so wie der Mahdi das getan hat. Der hat sofort für den Angreifer gebetet. Und sag mal schnell. Und der ganze Mob da draußen wollten ihn erlünchen. Das ist heftig. Bringt ihn raus, das ist heftig, heftig. Bringt ihn raus. Ja, was für einen Geist haben die da empfangen, wenn sie genau das Gleiche mit Gleichem vergelten, ne? Das ist absolut nicht der Heilige Geist. Das könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist ein bösartiger Geist. Ne? Die gehören also nicht zum Herrn Jesus. Wenn die da rumschreien, bringt ihn raus und ihn lynchen wollen. Das ist krass. So sind sie nichts anderes als derjenige, der Mahdi umlegen wollte. Ja, okay, das ist die eine Sache. Die sind aufgebracht. Kein Problem. Aber die müssen sofort verstehen, dass das, was sie da sagen oder was sie da machen wollen, dass das absolut nicht zu vertreten ist. Ne? Oder kann man das mit dem Glauben vereinbaren? Absolut nicht, oder? Also wir müssen biblisch handeln, nicht menschlich handeln. Wir müssen den Heiligen Geist wirken lassen.
Das ist genauso mit diesen törichten Jungfrauen, die ohne Öl in der Lampe einfach durch die dunkle Höhle gehen. Ja. Was passiert am Ende? Ja. Sie wissen nicht wohin. Das ist also kein verwurzelter, verfestigter Glaube. Das sind Mörder im Herzen. Das ist heftig. Natürlich tut das weh. Natürlich, wenn du siehst, dass ich glaube, das ist so der Papa von denen. Ne? Der Marmari ist ja so wie der Vater der ganzen Assyrer, Aramäer und sowas. Ne? Sie betrachten ihn als so Großvater, Vater oder was auch immer. Ja, und dann ist es natürlich so, dass wenn er zum Beispiel verletzt wurde durch einen Moslem, dass sie dann mit Gleichem vergelten. Aber das sagt der Herr Jesus Christus ja nicht. Ja. Ja, mit Altem Testament, ja klar. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, aber wir stehen ja nicht im alten Bund. Wir dürfen ja die beiden Bünde nicht miteinander vermischen. Das muss ja jedem klar sein. Das muss jedem klar sein. Ich muss mal kurz telefonieren, einmal. Hallo? Oh nee, Alter, tschüss. Was war das denn? Boah nee, Alter, tschüss. Deswegen muss ich auch. Ich wollte fragen, was ist der Unterschied zwischen dem Christentum und der Islam ist, soweit. Ich habe vieles gehört, dass so schlechte Sachen über den Islam, zum Beispiel so. Okay, kein Wort, kannst du mal lauter sprechen. Okay, ach, tut mir leid, ich bin ein bisschen nervös. Das ist nicht schlimm, atme tief ein, atme tief aus. Soll ich für dich den Kamelurin-Song spielen? Da geht direkt die Nervosität direkt weg. Ja, also ich wollte fragen, ob der auch der Islam über Liebe lehrt oder nicht, so, weil viele sagen... Ob der Islam über die Bibel lehrt? Über Liebe oder so. Über Liebe? Ach. Ja. Über Liebe, also ich habe mal das Wort, das kann jeder von euch eingeben. Wir gehen mal auf searchtruth.com. Searchtruth.com. Und dann können wir das Wort einfach mal suchen. Wie oft kommt das Wort Liebe im Koran vor? Schauen wir mal. Das ist heftig. Warte, wir gehen ein, nicht im Hadith, im Koran. In der deutsche Übersetzung, Liebe. Na, schauen wir mal, wie oft kommt denn Liebe vor und wo und wie und was? Exakte Wort suchen. 11 Mal in 10 Versen im Koran kommt Liebe vor. Ah, okay. Und wo finden wir das? Und als wir mit euch ein Abkommen trafen und den Bergen über euch emporhoben, bla 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 bla, und es geschah ihnen durch ihr Unglauben, dass die Liebe für das Kalb in ihre Herzen eindrang. Also das ist sogar noch in Klammern. Das ist von jemandem hinzugefügt worden. Das, was in Klammern ist, steht gar nicht im Koran. Also hier können wir den Vers Sure 2, Vers 93 weglassen. Weiter. Sure 2, Vers 165. Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Aber die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Und wenn doch diejenigen, die Unrecht tun, wenn sie der Strafe angesichtet werden, erkennen würden, dass alle Stärke Allah gehört und dass Allah stark im Strafen ist. Wow, super. Nächster Vers. Ja. Ausgeschmückt ist den Menschen die Liebe zu den Begierden. Aha. Nach Frauen, Söhnen, also wieder nichts. Sure 6, Vers 76. Als die Nacht über die hereinbrach, sah er einen Himmelskörper. Er sagte, das ist mein Herr. Als er aber unterging, sagt er, ich liebe nicht diejenigen, die untergehen. Also schon wieder nichts. Sure 12, Vers 30.
einige Frauen in der Stadt sagten, die Frau des hohen Herrn versucht, ihre Burschen zu verführen. Er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Schon wieder nicht. Was haben wir hier noch? Sure 19, Vers 96. Gewiss leicht, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird der Allerbarmer lieben bereiten. Was? Lieben bereiten, aha. Was haben wir noch? Sure 20, Vers 39. Wirf ihn in den Kasten und wirf ihn ins Wasser. Und was der Wasser soll ihn ans Ufer setzen, so dass sie ein Feind von ihm und ein Feind von ihm aufnimmt. Und ich habe auf dich Liebe von mir gelegt und damit du vor meinem Auge aufgezogen würdest. Ich glaube, hier geht es um Mose oder was ist das? Keine Ahnung. Kasten, keine Ahnung. So, was haben wir noch? 38, 32. Da sagt er, ich habe mich in der Liebe der irdischen Güter hingegeben. Schon wieder nichts. Das ist die frohe Botschaft, die Allah seinen Dienern, die Gläubigen und rechtschaffenen Werke tun, verkündet. Sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür, es sei denn die Liebe wie zu den Verwandten. Und wir haben ein gutes Werk getan, denn wir dafür, dem wir dafür noch mehr Gutes, was weiß ich, bla bla bla, ist nichts. Sure 100, Vers 8. Und er ist in seiner Liebe zum eigenen Besten wahrlich heftig. Was ist das denn? Er gibt auch keinen Sinn. Also, du siehst, dass der Gott des Islams dieses Wort Liebe ganz, ganz komisch übersetzt, benutzt. Wie oft kommt denn das Wort liebt vor? Liebt. Das Wort liebt, exakte Wort, kommt 50 Mal in 47 Versen vor. Krass, also ich wollte auch fragen, ob in dem Koran steht, dass Allah die Menschen liebt oder die Allah die Welt liebt. Nee, der Allah liebt die Ungläubigen ja nicht. Krass. Der Allah liebt nur diejenigen, die für seine Sache kämpfen, ja. Sure 61, Vers 4. Okay. Krass, also ich vielen Dank, dass du auch mich aufklärst und so, weil dank dir habe ich mehr Wissen, was der Islam so wirklich ist und so. Und ja. Danke, dass du so aufklärst und so. Und ja, ich muss jetzt auch gehen. Ich wünsche dir einen Segen. Also dank dem Internet kannst du natürlich selber gucken, wie oft das Wort vorkommt, in was für ein Zusammenhang und alles, ne? Da kannst du selber auch gucken, ne? Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Hat mich Gott segnet. Ciao. Dich auch. Tschüss. Ciao. Ja, ihr seht also, dass das Wort Liebe, liebt, ganz komisch von Allah verwendet wird. Ne? Aber in der Bibel heißt es ja, in Hebräer 10, 24 heißt es ja, lasst uns lieben und zu guten Werken anspornen. Ne? Und weiter heißt es in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder dann den Glauben nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Und in 1. Johannes 4, 7 heißt es ja, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und hat Gott erkannt. Derjenige, der nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Versteht ihr? Und so weiter und so fort, ne? Die Liebe ist langmütig, sie bläht sich nicht auf. Sie erduldet alles, sie glaubt alles. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie vergibt alles. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 7, das hohe Lied der Liebe. Von Apostel Paulus, als unter der Leitung des Heiligen Geistes Gottes Wort. Mein Brautspruch, ah, schön. Mein Taufspruch ist Römer 8, 36 bis 38 müsste das sein. Römer 8, 38 oder 36, ich muss nochmal gucken. Mit Zertifikat. Dr. Sheikh Abu Amir hat Zertifikat bekommen mit Taufe. Hammer. Ich bin zertifiziert worden. Jetzt habe ich auch noch Stau vor mir. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich habe mich ja damals in der Gemeinde abgeschlossen.
taufen lassen, ne? Und ja, das vor der ganzen Gemeinde. Aber ja, die Geschichte, die ich euch erzählt habe mit der Schwester, die zu mir kam und mir den Vers eingerahmt hat, die der Herr mir auch noch gegeben hat, das war so phänomenal. Einfach nur wundervoll. Ja, so sieht das aus, ihr Lieben. Wenn ihr zum Herrn Jesus Christus gehört, dann wird der Herr euch segnen. Aber er lässt auch sein Regen über Gerechte und Ungerechte. Über euch. Über uns alle. Lässt er seine Sonne aufgehen, aber auch untergehen. Und regnen über Gerechte und Ungerechte. Sowohl als auch, denn der Herr ist ja gerecht. Muss man sich taufen lassen, wenn man wiedergeboren ist? Ja, natürlich, gehst du dich dann taufen lassen. Erst kommt der Glaube, du kommst also zur Erkenntnis und dann lässt du dich taufen. Zuerst glauben, dann taufen. Nicht taufen und dann glauben, das ist Blödsinn. Du musst ja wissen, an was du da glaubst. Du musst ja wissen, an was du da glaubst. Ja. Die mit Jesus Christus gekreuzigt wurden, der eine wurde ja nicht getauft, der eine hat sich bekehrt und hat den Herrn gebeten, dass der Herr ihn mitnimmt in sein Himmelreich. Und daher gab es ja gar keine Möglichkeit, Kind mehr zum Taufen. Amen, ihr bester Mann, Gottes reichen Segen, mein Bruder. Ach was, bin ich der beste Mann. Wir alle bilden den Leib Christi und ihr alle seid auch wundervoll. Wir alle sind wundervoll in Christus, Amen. Das einzige Gute in mir ist Christus. Alles andere ist null und nichtig. Denn ich erachte alles als Dreck für Christus. Wie sagt der Apostel Paulus? Ich erachte alles als Dreck für Christus. Denn alles ist null und nichtig. Wenn ich doch die ganze Welt hätte, aber nicht die Liebe, so wäre ich ein tönendes Erz. Nichts. Hast du schon gesehen, was mit dem Bischof? Ja, worüber reden wir denn die ganze Zeit, mein Lieber? Das kann doch nicht wahr sein. Alle reden doch darüber. Auch ich habe doch darüber geredet, mein Bester. Man kann alles aus dem Zusammenhang reißen. Wie meinst du das? Was meinst du mit alles aus dem Zusammenhang reißen, Antti? Sorry, bin erst gerade reingekommen. Also okay. Ja, wir reden ja schon seit heute Morgen darüber, ne, dass der Bischof da die Attacke erleiden musste. Ne? Aber der Herr hat ihn bewahrt. Ne? Ja, das ist natürlich heftig, ne? wenn die Menschen sehen, dass da ein alter Mann, ein Geistlicher da abgestochen wird. Das ist heftig. Ja, was für Attacke. Setzt sich für LGBTQ ein. Ja, der Papst trägt auch Roben mit dem vom FBI zur Verfügung gestellten Symbolik, also diese ganzen Symboliken, die das FBI zur Verfügung stellt, um die Pädophilen zu erkennen. Ne? Ja, wundervoll. Und dann trägt er genau das Symbol der P's. Unfassbar. Das ist so krass. Ich war Wopper, nicht Rapper, Wopper. Ich war Doppelwopper. Boah, jetzt hab ich aber Hunger bekommen. Von Doppelwopper. Wupp, wupp.
Das ist der Sound auf dieser Schere. Wup, wup. Das ist der Sound dieser Schere. Wup, wup. Das ist der Sound dieser Schere. Doppeltime-Wopper, genau. Ich war ein Doppeltime-Wopper. Hast du dich biblisch bekehrt mit Seelsorge und Predige, was? Hast du das mitbekommen vom Bischof? Der Nächste, das ist unglaublich. Ah, sorry, ich bin erst gerade reingekommen, willst du auch sagen, ne? Jasse? Jasse Geris. Ist das heftig. Ja, ich habe schon wieder dreifache 1000 Einschränkungen. Dein Live ist für Empfehlungen nicht geeignet und und. Ich gehe wieder raus und komm wieder rein. Ne? Machen wir das so, ne? Bringt nichts. Bis gleich, ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familien. Gar keinen Nerv auf diese TikTok. Das macht mich wahnsinnig. Ja, aber das ist immer nur so, wenn ich im Auto bin, ne? Merkt ihr das? Jedes Mal, wenn ich im Auto bin und anfange dann loszuböllern, dann kommen diese ganzen Meldungen und hast du nicht gesehen. Echt traurig. Okay, ihr Lieben, bis gleich oder bis später. Ja, Gott segne euch und eure Familien. Ciao. Denn in Sure 19, Vers 17 heißt es, dass Jibril hinter Maria stand und die Form eines Mannes annahm und seinen Finger in ihre Dings reingetan hat. Nein, Bruder, nein. Doch, nein. Doch, Tafsir al-Barawi, doch, der stand, Maria hat sich so gewaschen nach der Menstruation und dann stand der Jibril da, dieser kleine Lümmel, hat die Form eines Menschen angenommen, hat seinen Finger da, ja, du weißt schon. Der hat das nicht gemacht. Doch! Die Seele wurde in ihr eingehaucht, mehr nicht. Ja, wo wurde die denn eingehaucht? Warte mal, was hat denn der Heilige Geist gemacht? Ist er hingekommen und was hat er dann gemacht? Ja, der kam auf sie, aber doch nicht so in ihre, du weißt schon was. Ja, Bruder, auf ihr, in ihr. Ja, aber wo hat denn Allah das gemacht? Was sagt denn der Koran dazu? Na, Allah, der hat gar nichts gemacht. Allah hat gar nichts gemacht. Wie ist das denn im Islam passiert, dass Jesus Christus geboren wurde? Also, dass Maria schwanger wurde? Das mit Jibril, das war richtig. Also, Jibril hat ihr die Botschaft geteilt, dass sie schwanger wurde. Dass sie schwanger ist. Das habe ich verstanden, aber wie kam das? Weil Allah das so wollte. Wie hat Allah das gemacht? Ja, Bruder, wahrscheinlich die Seele in ihr Bauch eingehaucht. Welche Seele? Die Seele vom Isa, der hieß er da. Ach, der hat die Seele da eingehaucht. Ja. Welchen Atem hat er denn da reingehaucht? Bruder, die ganzen Seelen kommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Weißt du, wie ich meine? Ja, du siehst ja, dass der Allah sagt, dass alles durch eine Heirat entstehen muss. Alle sind aus Wasser geschaffen. Warum ist denn der Herr Jesus Christus nicht aus Wasser und Erde und alles geschaffen, sondern er war schon in Ewigkeit. Wo war er denn, bevor er Mensch wurde? Nein, davor hat er nicht existiert. Das ist ja nicht wie im Christentum, oder? Ja, wo war denn dieses Wort von Allah, das er in Maria eingehaucht hat? Boah, ich habe keine Ahnung, wirklich. Ja, das Wort Gottes ist doch ewig, oder nicht? Ja. Ja, siehst du, dann ist Jesus Christus Gott. Denn alles, was ewig ist, ist Gott. Siehst du? Ich weiß nicht. Ich weiß aber. Das Ding ist, nein, ich habe zu wenig Wissen über meine eigene Religion. Also das ja, ist, dann musst du dich erstmal mit deiner eigenen Religion auseinandersetzen. Aber ich finde das trotzdem traurig. Hört auf, über den Islam so schlecht zu reden. Ja, aber der Islam redet doch voll schlecht über die Bibel. Nein. Ja, wow. Gut. Über die Kafirs, ja. Wer sind wir denn? Sind wir wunderschöne Menschen oder was? Nein, ja, Bruder, das seid ihr alle. Also, das sind wir alle. Ja, mashallah. Und der Allah hat uns natürlich auch bevorzugt vor allen anderen, ne? Nicht euch. Nein, Bruder, alle sind gleich, verstehst du? Alle sind gleich, aber dein Allah sagt, alle sind nicht gleich.
Ja, Bruder, wenn du jetzt sagst, ich folge nicht Allah, ich folge Jesus, dann dienst du Allah nicht, dann bist du kein wahrhaftiger Diener. Das ist ja, so, als wenn ich dir jetzt sage, Jesus ist nicht Gott, das ist doch für dich auch, in deinen Augen bin ich doch auch ein Ungläubiger. Ja, aber Jesus behauptet von sich selbst Gott zu sein. Er gibt sich alle 99 Namen Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala gibt sich selber die 99 Namen, nicht Jesus. Allah subhanahu wa ta'ala sagt selber, ich bin der Herr. Ja. Und Jesus Christus sagt, ich bin der Herr. Jesus sagt das. Jesus Christus sagt das. Aber ja, also Allah sagt das, Jesus sagt das. Also, was behauptet Jesus zu sagen? Nein, Bruder. Scharia. Was Scharia? Okay, ich danke dir von ganzem Herzen für Kamilori. Dankeschön. Gott segne dich und deine Familie. Danke, Emre. Allah möge dich rechts leiten. Naja, Allah möge dich links leiten. Danke. So, hi, alles klar? Ja, bei dir, Gott segne dich und deine Familie. Weißt du, guck mal, erstmal ganz kurz, ne, bevor wir sprechen, ne, an Emre erstmal. Tu mir bitte den Gefallen, Emre, bevor du mit ihm reingehst, mit Ex-Muslim. Wie ist dein Name? Tut mir leid, ich werde es nicht so respektlos überkommen. Das ist nicht stimmt, sag einfach Ex-Muslim. Oh, genau, okay. Bevor du mit ihm redest und so, ne, bitte, 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 befass dich erstmal mit dem Islam, mit deinem Glauben, mit meinem Glauben, ne? Ich bin auch Muslim, so. Und dann kannst du ein bisschen reden. Also du musst kein Gelehrter sein, um über den Islam zu sprechen, aber du brauchst schon so Grundkenntnisse über deine Religion. Und du kannst dann nicht einfach hier reinkommen und er sagt dir was? Ja, keine Ahnung. Ja, ist das so? Das ist schön. Dann will er lernen ein wenig. Du siehst ja, dann Imam ihm auch nicht die Wahrheit über den Islam sagen. Ja, das wollte ich nur gesagt haben. So, auf jeden Fall, jetzt gerade wegen der Sache, was du zu Emre gesagt hast, ne? Jesus selbst hat sich nicht als Gott betitelt. Ehrlich? Jesus selbst hat gesagt, er wäre mit seinem Herrn eins. Kann Mohammed sein mit meinem Herrn eins? Ja. Ehrlich, zeig mal bitte. Du machst den armen Emre an und dann selber hast du selber gar keine Ahnung. Was für ein Bollo. Unfassbar. Das kommt davon, ne? Da sagt er zu ihm, was gehst du da rein, wenn du keine Ahnung hast und kommt selbst rein mit so ein Dummzeugs. Ich geh kaputt, die sind alle am Ende, ey. Emre, nimm dir das nicht zu Herzen. Diese Leute haben überhaupt selber keine Ahnung. Keiner von denen hat irgendeine Ahnung. Das ist unglaublich, ey. Was geht? Nicht viel. Jetzt bist du ja da. Jetzt geht einiges. Du hast vorhin gefragt, wie Allah die Seele in Jesus eingeflüstert hat. Was hat er denn da eingehaucht? Er sagt, Kun Fayakun. Ja. Sein Wort. Das hat er gesagt. Ja, was hat er denn? Wer ist denn Jesus Christus, dieser Isa? Jesus ist ein Prophet. Ja, aber der Allah sagt doch in Sure 4,171, Jesus, also dieser Isa, ist das Wort und sein Geist. In welcher Dings? In Sure An-Nisa, Ayah 171. Warte kurz, ich suche mal kurz raus. Ich warte auf dich. Suren Nisa. Ja. Danke, Tim. Welche Vers? 171. 171. Was sagt er da? Na, lies uns mal vor. Auf Arabisch? Mir ist es egal, ob du es auf Arabisch oder auf Deutsch vorliest. Besser ist auf Deutsch. Ich habe keine deutsche Übersetzung da. Dann lies mal und dann sag mal, was da steht. Das ist ein komplett anderer Vers. Sure 4,171. Ja, hab ich hier. Na, lies weiter, der Text ist lang. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Also hier wird nichts erwähnt mit was Isa sagt, wer er sein soll. Sure An-Nisa. Welche Sure ist An-Nisa? Ja, die vierte. Okay.
Jetzt bitte zu 171, entweder ein Vers davor oder ein Vers danach. Ich weiß nicht, wie das bei dir im Koran gelistet ist. Du musst bitte ein Vers. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Das steht nichts mit euch jetzt gerade hier. Ja, muss das ein Vers davor, ein Vers danach sein. Einer von diesen drei ist es dann. Entweder hier, لَنْ يَسْتَنْكِفُ الْمَسِيحُ مَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ لِلَّهِ Hier steht ganz klar drin, er ist der Abdullah, also der ist der Diener Gottes. Okay, das habe ich verstanden. Und was ist denn noch? وَيَسْتَكْبِرُوا فَسَحْشَرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُوا فَسَحْشَرُهُمْ Also hier steht nichts, warum? Weil da steht hier nicht drin. Ich habe den Vers hier vor mir, guck mal. Zeig mal, was du bei dir stehst. Ich weiß nicht, was du für einen Koran da bei dir hast, aber das, ja, keine Ahnung. Zeig mal, ja. Hier 171, ich bin auf Koran, koran.com. Oh, Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit und Wahrheit aus. Al-Masih Isa, der Sohn Mariams ist nur Allahs Gesandter und sein Wort, Kalimatuhu, das er Mariam entbot und Geist von ihm, Ruhu Minhum. Darum glaubt an Allah und seinen Gesandten und sagt nicht drei. Hört auf damit, das ist besser für euch. Wie steht das bei dir? Du kannst mir doch nicht sagen, dass du das gerade nicht gelesen hast. Willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist ja, das habe ich hier. Welche Nummer ist das? Welche Nummer ist das, was du da hast bei dir? Das ist 70, 170. Habe ich doch zu dir gesagt, ein Vers davor oder ein Vers danach? Ja. Innamal Masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Okay. Wa kalimatu. Und sein Wort. Und weiter? Wa kalimatu. Alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Wa ruhu minhum, sein Geist. Er ist das Wort von Allah und sein Geist. Wo war dieses Wort, bis es in Maria eingeboten wurde? Inwiefern, wo war das Wort? Du weißt ja, alles hat Allah durch sein Wort geschaffen. Kun fayakun. Allah spricht durch sein Wort, sei und es ist, richtig? Ja. So, wo war dieses Wort, bevor es in Mariam eingehaucht wurde? Ich verstehe die Frage nicht. Also vorher war ja das Wort von Musa gewesen. Nein, der Herr Jesus, also dieser Isa ist der Einzige, der als Geist und Wort von Allah im Koran erwähnt wird. Sonst keiner. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Na, kannst du nachgucken, ich lüge dich nicht an. Du siehst ja, das. Alles gut. Ja. Also dieser Isa, das ist ein Riesenfehler, den der Koran nicht wieder gut machen kann. Weil das sagst du. Das sagst du. Das ist einer von tausend Fehlern. Ich kann dir noch zig andere zeigen. Das sagst du. Dieser Vers allein beweist uns, dass Jesus Christus Gott ist. Weil wenn wir Muslime fragen, wie hat Allah die Welten geschaffen, würde jeder Muslim antworten durch sein Wort. Allah spricht, sei und es ist, richtig? Ja. Ja. Und dann sagen wir, okay, dann ist dieses Wort von Allah ewig oder erschaffen? Ewig oder nicht? Ewig oder erschaffen, das Wort von Allah? Ja, das Wort von Allah ist doch nicht erschaffen, oder nicht? Ne, das ist das Wort von Allah. Ewig. Das Wort Allahs ist ewig mit ihm, in Ewigkeit schon da. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt heißt es, dass dieses Wort auf einmal Fleisch wurde in Maria. Ich glaube, du. Und das ist aus dem Johannesevangelium geklaut. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wenn wir einfach das Gott ersetzen durch Allah, im Anfang war das Wort war bei Allah und das Wort war Allah. Und wenn wir rübergehen zu Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Merkst du es jetzt? Nee. Ich danke dir von ganzem Herzen für Camilo. Vielen Dank. Danke. Nee, das war's, nee. Also einfacher kann man das doch nicht mehr machen. Ja, wenn wir den Muslim fragen, wie hat Allah die Welten geschaffen, sagt er, das ist ein Wort. Jesus ist das Wort von Allah, also hat er durch Jesus alles erschaffen. So wie es im Kolosserbrief steht. Alles ist durch das Wort entstanden und alles ist durch den Herrn Jesus entstanden. Alles, guck hier, ich lese euch das mal vor. So krass. Kolosserbrief, Kapitel 1.
Kolosserbrief, Kapitel 1. Hier. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, Jesus Christus. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und ihr wollt mir sagen, Jesus ist nicht Gott? Ihr werdet noch euer blaues Wunder erleben, wo ihr hinkommt, ihr Jesus Gottesleugner. Danke. Jesus ist Gott. Das war Kolosser 1, 16 bis 18. Kolosser Kapitel 1, Vers 15 und 16. Na, Lüge, genau. Du bist ein Luger, eine große, große Luger. Bitte nicht so viel Luger machen. Du bist eine große Luger. Beluga. Unglaublich. Der hat das schon gerafft, glaub mir. Der hat das schon gerafft, nur seine Realität ist gerade in ihm zusammengebrochen, weil das, was ich da gerade vorgelesen habe, das klingt sehr, also das, was aus dem Koran da, also wie es im Koran steht, das klingt sehr nach Johannesevangelium. Da hat er das rausgeklaut, der Mohammed. Amir? Ja, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke, danke, dich auch. Erstmal, wie geht's dir? Ja, Alhamdulillah, mir geht's gut. Wie geht's dir? Alhamdulillah, mir geht's gut. Ich habe zwei Fragen. Mhm. Erste Frage. Du hast ja mal gesagt, dass Frauen im Islam kein Parfüm tragen dürfen, richtig? Der Mohammed sagt das. Also wenn eine Frau Parfüm trägt und an Männern vorbeiläuft, ist sie eine Ehebrecherin. Okay, und dürfen Männer Parfüm tragen? Das weiß ich nicht. Das musst du deine Religion fragen. Ich weiß nicht. Weißt du es? Ich habe darüber gar nichts gelesen. Also Mohammed hat ja immer Moschus getragen. Er war voll mit Parfüm. Okay. Andere Frage. Du redest ja über Islam, Christen und so. Hast du vielleicht, also wenn du willst, sag, wie du möchtest, gibt es vielleicht ein paar Punkte für dich im Christentum, die du, sagen wir mal, nicht so gut findest oder wo du nicht so zustimmst? Jeder Punkt stimme ich zu. 100%. Jeden Punkt, okay. Wie lange bist du jetzt Christ? Ungefähr elf Jahre. Okay, was war schon eine Frage? Letzte Frage. Was hältst du von Avirano, ABK und so? Da kommst du ja nicht. Mach dir lieber Gedanken um deine Ewigkeit, anstatt irgendwelche YouTuber, die einen Kack auf dich geben. Entschuldigung. Alles gut. Jesus liebt dich und hat sein Leben für dich am Kreuz gelassen. Wie meinst du? Was heißt das? Ja, das heißt, dass er für dich stellvertretend bezahlt hat. Allah hat ja überhaupt nichts für dich getan. Allah will dir sogar noch deinen Erlöser nehmen in Sure 4, 157. Wie Erlöser nehmen, das verstehe ich nicht. Ja, der Herr Jesus Christus ist ja der Erlöser, der Retter. Verstehst du? In Matthäus 2, 11 ist er der Retter, der geboren wird. Okay, ich habe eine Frage. Lukas 2, 11. Ich habe mal gehört, ein wahrer Christ muss an das Alte und das Neue Testament glauben. Ist es richtig oder wie ist das? Ein Christ glaubt sowohl an das Alte und an das Neue. Das beides ist wie ein Zahnrad, das in sich hineingreift. Perfekt. Der Herr ist perfekt. Okay, und wenn Leute nur ans Neue Testament glauben, sind das richtige Christen? Oder? Nein, die Christen glauben an das Neue Testament, weil sie sich an das Neue Testament halten, weil sie als Heiden zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kamen. Wir haben nichts mit dem irdischen Volk Israel zu tun. Das irdische Volk Israel hat ja ihren Messias verworfen, deswegen stehen sie ja noch im alten Bund. Wir stehen im neuen Bund mit dem Herrn Jesus Christus nach Jeremia 31, 31. Also hältst du dich nur an das Neue Testament? Muss ich, der Herr Jesus Christus ist ja mein Herr und mein Gott. Er ist ja im Neuen Testament Mensch geworden. Das Alte Testament hat sich erfüllt im Neuen Testament. Und Jesus Christus als der ewige Gott wurde Mensch und kam für unsere Sünden ans Kreuz zu gehen. Also kam, um für unsere Schuld ans Kreuz zu gehen. Okay, und du hast das Alte Testament auch gelesen, oder? Ja, natürlich habe ich das Alte Testament gelesen. Okay. Du musst dich auch hinsetzen und dann dich damit auseinandersetzen, mit den Prophezeiungen des Messias, ne? Beispielsweise in Psalm 22 den kompletten Leidensweg des Herrn Jesus Christus. Guck dir das mal bitte an.
wie präzise der Herr Jesus Christus ist im Psalm 22 durch den Propheten David, was er wieder, ihr glaubt ja auch an Sabbat, du bist ja Muslim, oder nicht? Richtig. Ja, genau. Ihr glaubt ja an die ganzen Prophetenbücher und eins davon ist ja Sabbat, die Psalmen. Okay. Ja, und dann sagt der Psalmist, der David, sagt in Psalm 22, du kennst doch, wenn Muslime einen fragen, ja, wenn Jesus Christus Gott ist, warum hat er dann am Kreuz gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Richtig? Ja. Der Herr Jesus Christus macht nichts anderes als Prophezeiung gerade erfüllen. Guck mal hier, da steht schon 600 Jahre, bevor Christus überhaupt da war. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das kann jeder von euch nachlesen. Psalm 22. Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin wie ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Kennst du diese Worte, die gesprochen haben am Kreuz, ne? Als sie gesagt haben, er soll sich doch retten, wenn er der Sohn Gottes ist. Das ist 1:1. Komm mal her. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen, vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Barschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Guck mal, wenn jetzt die Kreuzesszene kommt. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Weißt du noch, als der Herr sagte, gib mir zu trinken, meine Zunge hängt an meinem Gaumen. Ja. Und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von üblen Tätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, die Nägel in die Hände durchgeschlagen. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an, als sie den Herrn Jesus Christus verspottet haben. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Komm, ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper. Da steht 600 Jahre vorher in den Psalmen. Und wo finden wir das? In Matthäus 27, Vers 35, Markus 15, 24, Johannes 19, 24, als die Söldner das Los um das Gewand des Herrn Jesus Christus geworfen haben. Weißt du, was das heißt? Nee. Dass sich das erfüllt, 600 Jahre vorher, das kannst du ja gar nicht absprechen mit allen möglichen, das ist Quatsch, das ist ja völliger Blödsinn. Ich habe noch eine Frage. Korrigiere mich, falls ich falsch liege. Also ich kenne mich nicht so gut aus. Ich habe mal so gehört, dass Jesus früher Menschen geheilt hat. Stimmt das oder ist nur so ein... Der Herr Jesus Christus kam in das Sein und hat Menschen geheilt, Blinde geheilt, Leberkranke, Lahme gehend gemacht, Aussätzige geheilt, Tote auferweckt. Also alles das Gegenteil, was Mohammed gemacht hat. Mohammed hat Blinden, also Sehende blind gemacht. Er hat gesunde Menschen verkrüppeln lassen. Der hat Menschen ausgeraubt. Also genau das Gegenteil, was Jesus Christus gemacht hat. Okay. Gut, Amir, ich danke dir für deine Zeit. Danke für die Antworten und einen schönen Abend dir noch, ja? Gott segne dich und deine Familie. Treff die richtige Entscheidung für Jesus. Amen. Ja, betet für den jungen Mann. Der schien ein guter zu sein. Hallo Amir. Hallo meine Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch und deine Familie. Ich hätte eine kurze Frage und zwar, es geht jetzt hauptsächlich jetzt nicht um das Thema Islam, es geht um das Thema Ehe. Mhm. Was sagt die Bibel jetzt über einen Mann, der zurück zu seiner Mutter, seinem Vater und nach Hause gegangen ist? So. Das und kann er nicht. Er darf seine Frau nicht einfach so verlassen. Er hat sein Kind und seine Frau verlassen
und ist jetzt, also die Mutter hat halt dauerhaft von Anfang an gar nicht akzeptiert, die Ehe. Die Frau hat sie nicht akzeptiert, dauerhaft wurde die Frau halt beleidigt. Und ja, der Papa hat ja auch halt die Schwiegertochter geschlagen. Der Vater hat die Schwiegertochter geschlagen. Genau, genau. Und jetzt ist halt das Problem ist halt dabei, dass der Sohn halt, also der Ehemann, halt zurück zu der Mutter und zum Vater gegangen ist. Und jetzt fordert er halt auf, dass die Frau es akzeptiert. Und ja, die Eltern haben ja halt viel mehr zu sagen als der Mann und die Frau, ne? Und normalerweise kenne ich das jetzt so aus der Bibel ganz anders. Aber die bringen Jesus halt... Jesus hat gesagt, also durch den Apostel Paulus, dass wenn ihr auseinandergeht, dann nur für eine Weile, damit ihr fastet und für Gott so ins Gebet geht. Aber dann kommt wieder zusammen, damit der Satan euch nicht verführen kann. Ja, die Familie halt hat sich sehr viel eingemischt und jetzt ist halt, hat jetzt. Ist derjenige überhaupt im Glauben? Ich glaube nicht, also nach dem, was du mir sagst, ist überhaupt gar nicht, hat er gar keinen Herrn über sich. Also, der geht halt zur Gemeinde mit seiner Mama und so. Die beten auch angeblich für die Ehe. Und die wollen auch halt mit dem Pastor reden und sowas. Und das haben wir auch halt gemacht. Aber da hat ja die Mutter nichts zu suchen. Nee, also, die darf sich da hat ja da hat ja nur der Mann und die Frau was zu suchen. Genau, und nicht, die darf sich jetzt halt die Mutter. Ja, genau, die darf sich nicht in das Eheleben einmischen. Der Mann ist das Haupt der Frau und die und der das Haupt des Mannes ist der Herr Jesus Christus. Und ihr habt einen Herrn über euch, so wie der Mann über dich Haupt ist. So heißt es aber auch, dass ihr ein Fleisch werdet und der Mann bereit sein muss, auch sein Leben für dich zu geben, so wie du auch bereit sein musst, für ihn alles zu geben. Also das ist ein Geben und ein Nehmen. Nicht nur ein Nehmen, Nehmen, Nehmen. Also ich habe ihn halt auch öfters nach Hause geholt. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich deiner Mama und so vergebe. Aber Entscheidungen im Leben treffen wir nur, wir beide. Genau. Das Problem ist halt hierbei, dass er ist angeblich nach Hause gekommen, aber im Alltag ist er halt die ganze Zeit vor Ort bei seiner Mutter und am Abend kommt er halt wieder hierher. Die Mutter nimmt sehr großen Einfluss, so wie ich das raushöre, auf ihn, ne? Ja, also man merkt halt, dass er lieber mit seinen Geschwistern, mit seiner Mama, mit seinem Papa lieber mehr Zeit verbringt im Alltag, als jetzt halt mit seiner Frau oder seinem Kind. Ja, der hat eine große Verantwortung mit seiner eigenen Familie. Das darf er nicht machen. Wenn er sich nicht um seine eigene Familie kümmert, der ist schlimmer als ein Ungläubiger, sagt die Heilige Schrift. Wenn ihr verheiratet seid und er kümmert sich nicht um dich, dann ist er schlimmer als ein Ungläubiger, sagt die Heilige Schrift. Absolut. Ja, also der hat mich halt auch aufgefordert, jetzt gehen wir zu meiner Mutter, weil wir halt jetzt hier eine kleine Feier haben und du kommst jetzt hier mit, ich hole dich jetzt ab. Und ich meinte zu ihm, ich möchte aber da nicht hin. Daraufhin hat er mir gesagt, ja, dann warte gar nicht auf mich, ich komme gar nicht mehr nach Hause. Ich bin jetzt Dr. Scheich geworden für Eheprobleme. Also, nee, aber... Ich komme mir so vor wie Domian, ne? Ari, du kennst ja halt die Bibel sehr gut und es tut mir leid, aber ich lese mal die Kommentare. Ich bin eine Christin. Ja, und, ich musste halt gerade wegen den Kommentaren hier lesen, das ist das. Ich habe jetzt halt nicht sehr viele Bezugspersonen, die auch im christlichen Glauben sind, wo ich sagen kann, okay, darüber kann ich jetzt mit dir sprechen. Ja, ich weiß, meine Liebe. Ich rate dir auf jeden Fall, nimm dir deinen Mann, suche ein klärendes Gespräch von mir aus auch, suche dir auch den Gemeindeältesten, dass ihr auch vor ihm redet und dann klärt das Ganze. Ne? Ihr habt einen Herrn über euch und der Mann hat eine große Verantwortung gegenüber dem Herrn und auch euch als Familie. Ne? Du bist seine Frau. Ja, das Problem ist halt, wir haben ja halt schon das Gespräch gesucht und im Endeffekt ist er halt trotzdem immer da gewesen, bis er irgendwann mal gesagt hat, ich komme gar nicht mehr nach Hause. Ja gut, in dem Fall, wenn er dich nicht mehr will, dann bist du nicht mehr an ihn gebunden und da kannst du eigentlich dann nochmal neu heiraten. Aber er muss für immer alleine bleiben.
Aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Man muss versuchen. Ja, ich wollte halt nur wissen, wie es jetzt am besten. Ja, du kannst ja niemanden zwingen. Willst du ihn jetzt zwingen, dich zu? Nein. Ich wollte halt nur wissen, wie ich jetzt in so einer Situation weiterhin Gott Ehre schenke, ne? Als Frau. Ja, indem du weiterhin betest und auch das Böse erträgst. Ne? Das heißt auch, dass du für Christus leiden musst. Ne? Hm. Vielleicht ist das gerade deine Züchtigung. Ich weiß nicht, was der Herr mit dir vorhat. Ja. Hast du irgendetwas gemacht, was dem Herrn überhaupt nicht gefällt. Oder vielleicht hat er was gemacht, was dem Herrn überhaupt nicht gefällt. Ne? Das müsst ihr für euch selber herausfinden. Ja. Ich kann dazu viel zu wenig sagen. Ich kenne euch nicht und ich weiß auch gar nicht, was. Ja, verstehe ich. Nee, ich wollte halt kurz so eine andere Sicht haben, ne? Wie es eine andere Person halt jetzt so betrachtet. Mache ich jetzt gerade was falsch in der Situation? Sündige ich gerade in diesem Moment? Oder kommt der Fehler halt doch von jemandem anders oder doch von ihm? Deswegen sage ich, ich kann zu wenig darüber sprechen, weil ich kann mir gar kein Urteil bilden. Ich kenne euch doch gar nicht. Ist es hauptsächlich halt nicht erlaubt, dass die Mutter sich da einmischt? Natürlich nicht. Also sie darf sich da überhaupt nicht einmischen. Der hat eine Familie zu führen. Und nach meinem Verständnis der Bibel muss er sofort zurück zu zu dir und sich um euch kümmern und die Liebe Gottes in seinem Herzen wieder aufnehmen und die Liebe auch zu dir wieder geben und dem Kind. Das ist normal. Ja, gut, dann bedanke ich mich bei dir. Bete zum Herrn, für das nette Gespräch. Gerne. Und ich würde allen bitten, alle Christen hier, dass sie für mich, meinen Sohn und auch für meine Ehe beten würden. Amen, Amen. Der Herr macht das schon. Wir werden für dich beten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und Gottes Segen. Und niemals etwas erzwingen. Wenn du etwas erzwingst, dann wird es nur schlimmer und schlimmer. Auf jeden Fall. Danke dir. Okay, alles klar. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Bis Kleopatra. Ich bin Eheberater geworden. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich mache meine eigene Seelsorge auf, ehrlich. Dr. Sheikh Abramid und die Seelsorge. Wir hatten noch Probleme, wir hatten noch Aua. Hallo, Shirin. Amir, wann kommt die Shisha-Bar? Ach du Heilige, ich dachte, kommt Shirin, da kommt auf einmal Schein. Aus Shirin wird auf einmal Schein. Ich warte noch auf mein Ehrenticket für deine Shisha-Bar. Ach so, Entschuldigung, du hast zu lange dafür gewartet. Hier, bitteschön. Du kriegst erstmal ein Stummschaltpaket, ey. Raus. Das ist ein richtiges She-Mail. She-Mail. Wer hat das geschrieben? Hallo. Servus. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich. Guten Abend. Ich habe eine Frage an dich, Amir. Ja, bitte. Du hast vorhin gesagt, also als der gute Herr da gesprochen hat, dass Jesus Leute geheilt hat, die krank waren etc., Leprakranke und Blinde sehend gemacht hat, Taube hörend gemacht hat und so, dann hast du erzählt, dass der Mohammed genau das Gegenteil gemacht hat, also hörende Leute taub gemacht hat, sehende Leute blind gemacht hat. Mhm. Kannst du einen Delil dafür geben, vielleicht einen Beweis dafür geben? Ja, Sura 5, Vers 33. Warum höre ich mich denn doppelt? Hörst du mich jetzt? Nein, ich höre mich doppelt, mein Lieber. Ich höre dich nur einmal. Hört ihr mich doppelt? Ich höre mich doppelt. Ah, ihr hört mich auch doppelt. Die Leute hören mich auch doppelt. Liegt das an dir oder liegt das an mir? Ein bisschen leiser machen. Oder soll ich schon mal raus und reinkommen? Ja, oder geh nochmal raus. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Abu Muhammad. Oh, danke schön. Hast du dich jetzt doppelt? Hallo, dies ist ein Test. Jetzt ist gut. Jetzt ist wieder nicht gut. Wieder fehl. Ja, ist denn egal. Mach dich einfach aufs Stehen. Ja, alles klar, okay. Ja. Kannst du mir die Sure mal vorlesen, wenn du es im Kopf hast? Alles klar, super. Ja, der Lohn derer, die gegen Allah und seinen Gesandten Krieg führen, ist der, dass man ihnen wechselseitig die Hände und Füße
und sie dann, du weißt schon, ans Kreuz bringt. Oder sie des Landes verweist. Und wenn du dir die Geschichte anguckst, warum dieser Vers herabgesandt wurde, da gab es einen Stamm namens Ukil und da kamen Leute aus der Karawane und wollten von Mohammed so eine Empfehlung haben für, was ist Empfehlung, was laber ich da, was für eine Empfehlung? Ich meinte, der Mohammed, also diese Leute wollten zu ihm wegen dem unerträglichen Klima und der Mohammed hat ihnen empfohlen, Kamelurin zu trinken. Und dann haben die Leute Kamelurin getrunken und die waren überhaupt nicht begeistert. Da haben die den Schäfer einfach nackentherapiert und die Kamele vertrieben, weil die überhaupt nicht damit zufrieden waren. Und dann hat der Mohammed das erfahren und hat er sie bringen lassen. Da hat Mohammed mit heißen Nägeln ihre Augen geschlossen und hat ihnen Hände und Füße wechselseitig und dann hat er sie in die heiße Wüste geworfen. Das ist der Grund für die Herabsendung für Surah. Sehr gut, sehr gut. Das kenne ich auch. Und wie du weißt, da gibt es auch ein Hadith in Sahih Muslim und Sahih Bukhari, richtig? Ja, genau. Also diese ganze Situation handelt sich hier um Qisas, um Vergeltung. Um Vergeltung, genau. Genau. Ist Vergeltung jetzt gleichzusetzen wie einfach ein Psychopath, der zum Beispiel gesunde Leute krank macht? Okay, ich habe noch eine andere Geschichte. Weil nur kurz, dass du mich verstehst, guck mal, du hast ja jetzt vorhin erzählt. Lass mal diese Geschichte beiseite. Stumm dich mal. Es gibt noch eine andere Geschichte, ich lese dir das mal vor. Guck dir das mal bitte an, wie der Mohammed reagiert, wenn man ihn kritisiert. Und dann macht ein Mann etwas, was kaum zu ertragen ist mit einer Frau, die nur schlecht über den Mohammed redet. Also nicht Vergeltung, sondern einfach nur ihn kritisiert. Pass mal auf, guck mal hier. Das ist schon echt ein Splatterfilm. Das ist so krank. Pass mal auf. Hier. Berichtet von Abdullah ibn Abbas, ein blinder Mann hatte eine Sklavin, die die Mutter einiger seiner Kinder war. Sie benutzte schmutzige Worte gegenüber dem Propheten und zeigte ihm keinen Respekt. Und ihr Besitzer befahl ihr, dies nicht zu tun. Doch hörte sie nicht auf, den Propheten zu beleidigen. Eines Nachts begann sie, sich über den Propheten lustig zu machen. Guck mal hier, nur lustig machen, allein ihn zu kritisieren und lustig zu machen. Also nahm er etwas Spitzes, setzte auf ihr Bauch und hat sie in die Ewigkeit geschickt. Ihr Kind, ein Kind, das vor ihre zwischen ihre Beine durchkam, also sie war schwanger, und hat das den Dolch an ihr Bauch gesetzt und dann hat er zugedrückt und dann kam das Kind so zwischen ihre Beine hervor. Guck mal hier. Ihr Kind stand zwischen ihren Beinen und es war von ihrem Blut überströmt. Als der Morgen anbrach, wurde dem Propheten von diesem Vorfall berichtet. Er versammelte die Leute und sprach: Ich suche bei Allah den Mann, der die Tat begangen hat. Genau. Und ich bitte ihn mit meiner Rechten auf ihm, dass er aufstehen soll. Der blinde Mann stand auf und ging zitternd zum Propheten. Er saß gegenüber dem Propheten und sprach: O Apostel Allahs, ich bin ihr Herr. Sie hat mich stets beleidigt und schlimme Dinge über dich gesagt. Ich habe es ihr verboten, aber sie hat nicht aufgehört. Ich habe sie ermahnt, aber sie hat ihrem Verhalten nicht nach abgeschworen. Ich habe zwei mir kostbare Söhne von ihr und sie war meine Gefährtin. Letzte Nacht fing sie an, dich zu beschimpfen und in Verruf zu bringen. So nahm ich einen Dolch, setzte sie auf ihren Bauch und wirkte mit meinem Gewicht auf ihr ein, bis er durch sie durchging und sie in die Ewigkeit schickte. Darauf sprach der Prophet: O ihr Leute, seid meine Zeugen, es gibt keine Strafe für ihren Tod und ihr Blut wird nicht vergolten. Wenn es darum geht, um Qisas, wie du gerade gesagt hast, um Vergeltung, warum lässt der Mohammed diese Frau, diesen Mann nicht eiskalt auch um Vergeltung dann umlegen? Also du hast das jetzt vorgelesen, mehr oder weniger eigentlich richtig, aber kann ich darauf antworten? Mhm. Guck mal, erste Sache, es ging halt um diese Frau, wie du sagst, die des Öfteren diese Beleidigungsspottungen gegen den Propheten veranstaltet hat. Bis es halt dann bis zu, wie im Hadith erwähnt, diesem Vorfall gekommen ist, dass ich will das jetzt hier nicht erwähnen, du weißt ja. Mhm. Und der Prophet hat das nicht für erlaubt erklärt. Er hat einfach gesagt, es wird hier kein Blutgeld gezahlt. Und wenn du ja, weißt, zum Beispiel in dem... Ja, ganz kurz. Der Mohammed hat ja noch nicht mal eine Nachforschung angestellen lassen.
Ja, aber ich möchte kurz sagen, kurz, guck mal, du weißt ja, was Blutgeld ist. Also das ist ja die Entschädigung sozusagen für einen unrechtmäßigen Mord, unter anderem. Also stell dir mal vor, der Also stell Typ dir mal vor, der hat Typ einfach nur so mit seiner. Ich muss mich mal leiser machen. Stell dir mal vor, der Typ hat einfach nur Probleme mit seiner Frau gehabt und dann hat er gedacht, mein Gott, diese Frau geht mir so auf die Nerven, hat er auf einmal aus einem Streit heraus, hat er sie umgebracht. Und vor dem Tod zu entfliehen, sagt der Typ einfach, die hat dich beleidigt. Wie hat Mohammed herausgefunden, dass der Typ nicht lügt? Antwortet. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist aus deiner Interpretation, dass das passieren hätte können, aber es hat doch gar nichts damit zu tun. Stell dir mal vor, wir sind in einem islamischen Staat. Ich habe die Schnauze voll von meiner Frau. Auf einmal streite ich mich mit ihr. Ich verliere die Nerven und dann bringe ich sie auf einmal um. Und dann sage ich, dann müsste ich ja eigentlich getötet werden, laut Islam, richtig? Weil in Qisas, wenn du jemandem das Leben nimmst, wirst du ja selbst das Leben genommen. Um dem Ja, Tod klar. also zu entgehen, benutze ich einfach den Hadith, weil Mohammed ja selber keine Nachforschung angestellt hat. Diese Frau hat er ja umgelegt und Mohammed hat einfach ihren Tod ja so gebilligt. Für ihr Blut ist kein Blutgeld zu bezahlen. Sprich, wenn ich in einem islamischen Staat lebe, meine Frau mir auf die Eier geht, ich mich mit ihr streite, ich sie umlege, brauche ich einfach nur, um dem Tod zu entkommen, zu sagen, die hat Rasulallah beleidigt. Ich schwöre auf Allah, die hat Rasulallah beleidigt. Wir, die Muslime, haben erstens mal, wie bei uns braucht man vor allem, wenn es um solche Sachen geht, wie was du gerade gesagt hast, müsste es bestimmte Zeugen geben. Ja. Warum? Hier gab es keine Drei bis vier Zeugen. Erstmal, er ist der Prophet. Verstehst du, was ich meine? Aha, er ist der Er Prophet. ist der Prophet. Du weißt, dass zum Beispiel es Sachen gibt, die gelten für den Propheten, aber gelten nicht für uns. Wenn wir zum Beispiel, wie du jetzt heute gesagt hast, wenn wir jetzt ein Beispiel, wir haben einen Staat, also einen I-Staat, und so etwas passiert, es kommt zu einem Mordfall etc., dann kann nicht einfach jemand sagen, laut der Scharia wird das nicht angenommen, kann nicht einfach jemand sagen, ja, sie hat den Propheten beleidigt, ist das, sondern wenn dann wird Nachforschung angestellt, weswegen etc., Zeugen, verstehst du, warum, wieso, weshalb es dazu gekommen ist. Da kann man nicht einfach sagen, so wie du jetzt gesagt hast, ja, dann, ich würde schon verstehen, was du sagen willst. Da könnte ja jeder theoretisch sozusagen der Mordstrafe entgehen, richtig? So sieht's aus. Ich lese dir Genau, aber ein Thema vor. Mach dich mal stumm, dich mal. Guck mal hier. Fatwa zu dem Hadith. Antwort auf die Frage 6491. Merkt euch das bitte. Islamweb.net. Aus dem Vereinigten Königreich. Wir bestätigen die Authentizität dieser Erzählung. Der Grund, weshalb dem Mann, der die Frau getötet, keine Strafe auferlegt wurde, war der, dass er explizit bei Rasul Allah geschworen hatte. So eine Person wird als Mubaudam bezeichnet. Das heißt, es wird kein Anspruch auf Vergeltung erhoben. Siehe Badlul Mashhud, Band 6, Seite 125. Es gibt Ijma, einen Grund für diese Regel. Und Allah Ta'ala weiß es am besten. Maulana Muhammad ibn Maulana Harun Ambassador, Fakultät mit Schwerpunkt Hadith geprüft und genehmigt von Mufti Ibrahim Desai. Guck dir das mal bitte an. Und das zeigt ebenfalls, dass Mohammed wichtiger ist als Allah. Wenn man im Islam Allah beleidigt, werden einem 3 Tage Zeit gegeben, die Beleidigung zurückzunehmen und Reue zu zeigen. Andernfalls wird man nackentherapiert. Doch wenn man Mohammed beleidigt, wird man nackentherapiert, auch wenn man Reue zeigt. Das ist Islam. Also erstmal ganz kurz, wegen dem Beleidigen des Propheten gibt es unter anderem ein Ijma, dass da die Todesstrafe anzuwenden ist. Aber unter den Rechtsgelehrten gibt es auch eine Meinungsverschiedenheit, ob so jemand, also erstmal Selbstjustiz ist in unserer Religion nicht erlaubt. Das heißt nicht, dass jeder irgendwie jemanden jetzt nackentherapieren kann, wenn er den Propheten spotten hört. Das muss dann vor einem Scharia-Gericht richtig verhandelt werden. Ja, Selbstjustiz ist bei uns verboten. Wo war denn die Verhandlung für den Mann? Ganz kurz, ich gehe gleich drauf ein. Was war ich für ein Punkt? Prophetenkritik. Ja, genau, genau. Die einzelnen Rechtsgelehrten haben unterschiedliche Meinungen, ob man so jemanden halt direkt sozusagen eine Todesstrafe ausgesetzt wird oder ob er auch 3 Tage Zeit hat zu bereuen. Manche sagen zum Beispiel auch Ibn Taymiyyah, Rahimallah, sagt zum Beispiel, solche Leute werden erstmal ins Gefängnis gesteckt. Nee, der Ibn Taymiyyah sagt in seinem Buch, das gezückte Schwert, wer es wagt, den Propheten zu beleidigen, der muss hingerichtet werden, auch wenn er bereut. Das sagt Ibn Taymiyyah. Warum lügst du gerade vor allen Leuten? Nein, ich lüge nicht. Ich sage nur, dass es in seinem es geht. Das, guck mal, ich habe doch vorhin dir bestätigt, dass es ein Ijma gibt,
für die Todesstrafe. Also, jemand, genau. Ich meinte nur, dass es in der spezifischen Thematik, ob so wie viel Zeit oder ob so eine Person Zeit geschenkt wird zu bereuen. Nur bei Allah gibt es was anderes. Bei Mohammed gibt es keine Zeit. Er muss hingerissen werden, auch wenn er bereut. Laut Imam Malik, wie ich weiß, und Ahmed ibn Hanbal gibt es Bedenkzeit. Aber Mohammed, kannst du bitte auf den Hadith eingehen? Warum hat Mohammed keine Nachforschung angestellt, um herauszufinden, ob der Typ die Wahrheit sagt? Er ist doch der Prophet. Du sagst doch, dass er der gerechteste Mensch der Welt ist und dass er die Leute gerecht behandelt. Wo war die Gerechtigkeit für die Frau? Diese Frau ist unter Ijma, hat den Tod verdient. Ja, aber du weißt es doch gar nicht. Vielleicht hat der Typ ja gelogen. Nein, wir gehen aber nicht davon aus, weil der Prophet hat das bestätigt, dass das so passiert ist. Er hat es doch gar nicht gesehen. Der Typ hat nur einfach gesagt, ja, sie hat dich beleidigt. Okay, alles klar, weg. Ja, aber guck mal, aber glaubst du nicht, wenn dieser Mann tatsächlich ein Lüger gewesen wäre, wenn das gelogen wäre, dass der Prophet ihn entlarvt hätte? Kennst du nicht, guck mal, ich frage dich eine Frage. Du kennst doch viele Hadithe, wo Leute mit Lügen zum Propheten gekommen sind und wo er sie gesagt hat, nein, du sagst gerade nicht die Wahrheit oder du lügst. Ja, nee, er ist doch der Prophet, er ist doch der Gesandte Gottes. Er wird doch wissen, wenn es weiß. Wegen dieser Dings hast du gesagt, das, was du vorhin vorgelesen hast, was war das, Kommentar, gell, zu diesem Hadith? Das war die Fatwa, genau, weil der Typ explizit auf Mohammed geschworen hat. Genau, das handelt sich aber, ich kenne diese Fatwa, das handelt sich meines Wissens nach nur auf diese Person und nicht als Allgemeinregel für alle Muslime. Ja, aber doch, wenn jemand in einem islamischen Staat auf Rasulallah schwört, dann gilt eine Person als Muaddam. Nein, guck mal. Diese Art und Weise, Vorgehensweise der Exekution jetzt, meine ich, das ist nicht in der Scherie, verstehst du, für jeden Muslim. Das ist bezogen auf dieses eine Ereignis. Verstehst du, also, was ich meine? Bezogen auf dieses eine Ereignis. Jetzt stell mal vor, das Szenario. Mach das mal bitte stumm. Ich kann das nicht mehr ertragen. Das ist unglaublich, Mann. Jetzt stell mal vor, wir haben jetzt so einen Fall schon wieder, wo auf einmal der Typ mit seiner Frau zu Hause ist und diese Frau auf einmal anfängt, Mohammed zu beleidigen. Aber sie beleidigt ihn wirklich und niemand kriegt das mit. Der Typ dreht komplett durch, weil er das nicht ertragen kann, dass Rasulallah gerade beleidigt wird. Nimmt ein Dolch, macht genau dieselbe Aktion wie ihr. Das ganze Blut liegt auf dem Boden und alles Mögliche. Die Frau ist hingerichtet. Der Typ steht dann da, ruft die Polizei und sagt, bitte kommen Sie, hier ist ein Streitfall passiert. Wie klären wir das denn? Was haben wir denn aus der Sunna? Ich schwöre bei Rasulallah, ich schwöre auf Allah, diese Frau hat Mohammed beleidigt. So eine Person ist was? Darf ich darauf antworten? Ja, bitte. Also erstmal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass so ein Beispiel sich jetzt heute wiederholt, dann hat dieser Mann ganz klar eine Sache gemacht, die haram ist, weil erstens Selbstjustiz im Islam ist verboten. Nicht jeder, der den Propheten, wenn du jetzt hörst, jemanden, auch in einem islamischen Staat, wie jemand den Propheten beleidigt hat, dann muss das zum Beispiel zur Hisba, zur Religionspolizei, erstmal zur Anzeige gebracht werden. Es ist nicht erlaubt, dass du einfach selber in deinem Haus oder privat oder draußen einfach auf jemanden losgehst, ihn Nacken therapierst, weil er das gesagt hat. Selbst wenn das stimmt, darfst du im Islam nicht in Selbstjustiz handeln. Erste Sache. Zweite Sache, wenn jemand zum Beispiel kommt und behauptet, diese Person hat den Propheten verflucht oder beleidigt, dann muss es dafür, meines Wissens nach, muss es erstmal 4 rechtschaffene Zeuge geben, die das gehört haben und beschädigt haben, weil ansonsten könnte ja jeder so eine Lüge gegen jeden erdichten. Aber das, was ich dir ja erklärt habe, ist, dieser Hadith ist spezifisch nur für diese eine Situation. In der Regelung, in der Scharia, verstehst du, in der Scharia, ist das anders zu handhaben, verstehst du? Du kannst nicht einfach drauf, wenn zum Beispiel jetzt jemand den Islam verlässt, was ist er dann? Du weißt doch, was jemand weiß, in Islam verlässt, ein Murtad, oder? Du kennst doch seine Regelung, oder? Ja, man muss ihn 3 Tage lang Zeit geben. Unter anderem, aber was passiert danach? Er wird nackentherapiert, richtig? Ja, genau. Okay. Darf das jeder machen? Darf ich jetzt meinen Nachbar, wenn er den Islam verlässt, darf ich ihn nackentherapieren oder muss er vor der Scharia, dann gerichtet werden? Wir sind nicht in einem Scharia-Staat. Nein, das darfst du nicht. Aber du kannst. Das meine ich ja. Ey, kannst du mal bitte, ich kann das nicht mehr ertragen, dieses Doppelt, ne? Oh, Entschuldigung, warte mal.
Ja, also unter der Scharia musst du natürlich dich dem Scharia-System unterordnen. Aber du siehst ja, dass Muslime auch die Befähigung gegeben wurde, zum Beispiel durch Sure 9, Vers 5, jeden Muslim also jeden Käfer und jeden Götzendiener auf der gesamten Erde im Allgemeinen auf jeden Platz denn anzugreifen, ne? Nach Sure 9, Vers 5, Ibn Kathir, ne? Tafsir Ibn Kathir. Also Sure 9, Sure at-Tauba. Kann ich reden oder möchtest du noch was sagen? Nein, sag. Ja, erst einmal, du weißt ja, dass der Dschihad in, gibt es drei Etappen. Und die letzte Etappe des Dschihad ist die Bekämpfung der Muschrikun und der Kuffar allesamt. Und Sure 9, Vers 5, Sure 9, Vers 29, etc. Allgemein, Sure Tauba ist ein, löst die vorherigen sozusagen Friedensverträge aus, auf die wir hatten mit den Muschrikun, etc. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es ist Ijma, dass das Blut des Käfers allgemein erlaubt ist, dann ist das nicht, nichts Falsches. Das ist unter den Rechtsgelehrten ein Ijma, ja. Also stell dir mal vor, Also ich stell dir mal jemand. vor, Stumm dich mal. Also ja, ganz gut. du hast gerade eben gesagt, dass das Blut des Käfers, also alle, die wir hier sind, ganz Deutschland, Europa, wir sind ja Kuffar, dass unser Blut halal ist. Das hast du ja gerade selber zugegeben. Stell dir mal vor, man würde dir das antun, dass deine, dass diese, dass wir losziehen und dich auf der gesamten Erde, die Muslime, Einheit gebieten und Nacken therapieren. Würde dir das gefallen? Das ist eine unterschiedliche Sache jetzt. Wir haben ja jetzt, du redest ja jetzt sozusagen über die Umsetzung, ja, sozusagen. Erstmal, wenn wir in der Minderheit sind, Jani, wir sind nicht eine Religion von Anarchie, Faschisten, wo jeder auf jeden losgeht, sondern wenn man zum Beispiel die Quwa hat, die Macht hat, in der Mehrzahl ist, wenn man die Stärke hat, die militärische Stärke, dann macht man das, wie der Gesandte a.s. gesagt hat, wenn man loszieht gegen die Muschrikun, gegen die Kuffar, dann stellt man sie vor drei Optionen, nicht direkt nackt, Du musst den Leuten das erklären. Du musst den Leuten erklären, was du für eine Religion hast. Ich antworte nur Ich auf will deine das ja. Frage. Ich will das ja. Du Ich will das bist ja. Du bist der Muslim. Ja, ich antworte nur auf deine Frage. Verstehst du, wie gesagt, dann Was stellen wir macht drei ihr denn zum Optionen. Beispiel, wenn ihr die Oberhand habt? Wie bitte? Was macht ihr zum Was Beispiel macht mit ihr den zum Oberhand? Beispiel? Wenn wir die Oberhand haben, dann nehmen wir unser Land oder unseren Boden, wenn es sein muss, auch mit Quwa ein, ja. Mit Also mit Gewalt. gewaltig, durchgöttlich. Seht ihr, ihr Lieben, habe ich euch das nicht gesagt, wie der Islam ist? Da wird es gehört, ein ehrlicher Ein Muslim. ehrlicher Muslim. Habt ihr das gehört? Das Das ist gehört. ein ehrlicher Muslim. ehrlicher Muslim. Ja, Amir, ich muss mich nicht vor der, ich schäme mich nicht vor den Kuffar, verstehst du? Sehr gut, Wenn ich du bin mich ehrlich, was fragst, ich sag dir es, sehr wie es stolz ist. auf dich, dass du zu deiner Religion Ich stehst, auch wenn sie stehe auch Wahnsinn beinhaltet. Du bist wenigstens ehrlicher als 99,9% der Juden. Ja, nee, ich leugne ja nicht, was Sahih, was Ijma ist. Dann bist du ja ein Käfer, wenn du das leugnest. Ja, siehst du, Ja, also die siehst du, ganzen also die, Dinge, die die reinkommen, sind alles Kuffar. Wenn sie zum Beispiel solche Sachen leugnen, verstehst du, wie zum Beispiel mit Ijma über das Blut des Käfers etc., solche Sachen, dann natürlich. Ja, siehst du, das ist das. Wenn du die Scharia von Allah leugnest, dann bist du natürlich aus der Religion raus. Genau, der Genau, Islam hat der sich durch Islam. das Schwert Schwert verbreitet. verbreitet. Der Islam hat sich durch das Schwert verbreitet. Und du hast uns gerade die brutale Wahrheit auch gesagt, was der Islam hier vorhat und was in naher Zukunft dann passieren wird, wenn ihr die Oberhand habt. Ihr werdet also wie Rasulallah uns vor drei Alternativen setzen und das ist eure Absicht. Siehst du? Und das, genau das sagen wir die ganze Zeit, ne? Und jetzt darfst du dich nicht wundern, Abu Muhammad, wenn zum Beispiel Leute, die das hören, dich aufgrund deiner Religion dann bekämpfen werden. Du musst dann damit einverstanden sein und sagst, ja, ich würde denen das ja auch antun. Verstehst du? Ja gut, wie gesagt, haben wir kurz über diese Fragen gesprochen. Ich habe eigentlich die Fragen gestellt, die ich stellen wollte. Ich glaube, ich konnte auch dir beantworten, was du wissen wolltest. Ich würde dann hier den nächsten jetzt auch Platz lassen. Okay, mein Lieber. Gott segne dich. Danke für deine Danke Ehrlichkeit. für deine Alles klar, ciao, ciao, gell? Ja. Ja, ein ehrlicher Moslem, habt ihr das gehört? Er hat genau das bestätigt, was ich die ganze Zeit gesagt habe, durch Sure 9, Vers 5. Alle, wenn jemand sich auseinandersetzt mit Sure 9, Vers 5 und die Aussagen der Gelehrten, was die dazu sagen, dass das Blut des Käfers halal ist und dass man sie vor drei Alternativen stellen soll. Was sind die drei Optionen? Islam, Jizya oder Nackentherapie. Absoluter Wahnsinn, ne? Deswegen habe ich gesagt, ihr Muslime, ihr müsst vorsichtig sein. Wenn ihr also mit so einer Religion, oh, Dankeschön, Tony.
Stäbchen. Wenn ihr also mit so einer Religion hier nach Europa kommt und die Europäer ja aufgeklärt sind und lesen können und wissen ganz genau, was ihr vorhabt, dann braucht ihr euch ja nicht zu wundern, wenn die Europäer euch das eines Tages antun. Ne? Das ist das. Wir sind ja raus aus dieser Matrix. Wir haben nichts damit zu tun. Wir wollen ja nicht das Irdische. Unser Bürgerrecht ist wo, ihr Lieben? Wo ist unser Bürgerrecht? Im Genau, im Himmel. Amen, Amen, Amen. Ja, aber ich finde seine Ehrlichkeit sehr, sehr gut. Möge der Herr seine Augen öffnen für die Wahrheit. Genau so will ich dich sehen. Immer schön Fernseh gucken und seine Ewigkeit verpassen. Oh. Moderator. Ja, genau so. Mich würde das nicht wundern, wenn er so ein Sympathisant des Islamischen Staates war, der Abu Muhammad. Digga, ich glaube, ich habe bis aus Versehen drauf gedrückt. Ich höre dir eigentlich nur zu. Ach so, okay. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Bravo, danke. Okay, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, ich weiß nicht, Leute, habt ihr da, guckt nochmal bitte, falls ihr eine Anfrage schickt habt, wenn ihr das nicht wollt, dann stellt sie zurück. Also nehmt sie zurück. Bist du morgen wieder live, so Gott will, ja? Wa alaikum salam. Gott segne dich in deiner Familie. Ich habe gerade nur so einen Teil mitbekommen, ne? Du findest also Jizya schlimm? Ich weiß nicht, wenn du das schön findest, dass man in Demütigung und Schande Steuern bezahlt und bei Nichtbezahlung dann nackt therapiert wird. Wie viel Prozent sind das, Jizya? Spielt keine Rolle, wie viel Prozent das sind. Wenn du das in Erniedrigung und Schande bezahlen musst und einen Nackenklatscher bekommst und bei Nichtbezahlung nackentherapiert gehörst, dann ist das natürlich das allerletzte Dreckhaufen, was ich jemals gesehen habe. Sind Steuern hier Dreckhaufen für dich? Beruhig dich an, ist alles gut. Der Typ hat zu viel Kamele getrunken. Ist alles okay. Es ist überhaupt kein Problem, er versteht das einfach nicht. Es ist alles gleich, es ist überhaupt kein Thema. In den islamischen Land zahlst du nicht so viele Steuern, wie du hier in Deutschland bezahlst. Da zahlst du vielleicht einmalig Steuern und dann ist der Mensch auch zufrieden. Hier zahlst du alles doppelt und dreifach. Alles ist gut, Arme. Dr. Sheikh Abu Amir, lass dich nicht provozieren von diesen Kamelurin-Leuten. Danke, dass du da warst. Unglaublich, ey. Also in der Enzyklopädie des islamischen Rechtes in Band 15 auf der Seite 149 müsste es sein, gucke ich aber gleich nochmal, da heißt das, dass das Wort Jizya auch erklärt wird. Denn das Wort Jizya kommt vom Wortstamm Jaza, das bedeutet Strafmaß, Strafpensum. Das bezahlen die Leute des Schriftes, um sich vor dem Nackentherapie zu schützen. Bezahlte Steuern, um sich vor der Nackentherapie zu schützen, der Typ hier. Ich muss nur mich beruhigen, damit ich nicht in das Handy reinschreie. Beruhig dich, Armin. Alles wird gut. Alles wird gut. Unfassbar. Oh, Jesus Christus, was ist hier bloß los? Ey? Hallo, Armin. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Familie auch. Wie geht's dir? Alhamdulillah, Jesus, meine Brust ist immer am Wachsen und mein Bizeps ist immer am Wachsen. Mein Gehirn ist am Verkleinern. Amir, ich habe eine Frage nur, bitte. Ja. Was machst du mit deinem Bart, dass der so stabil ist? Ich brauche 4 Euro für diese Frage. 4 Euro, ansonsten geht das nicht. Laber keinen Scheiß, Mann. Was denn? 4 Euro pro Frage? Das ist doch legitim. Guck, ich mache keine Fitner, ich stelle eine vernünftige Frage. 4 Euro pro Frage. Nein, was mache ich denn für meinen Bart? Gar nichts. Was soll ich denn da machen?
Ich weiß nicht so, was der so stramm ist, Bruder. Der ist stramm, ja, keine Ahnung. Strammer Max hier. Ey, Junge. Okay, bleib wie du bist, ja. Ich gehe wieder zuhören, Bruder. Danke, ja. Okay, Gott segne dich und deine Familie, mein Bester. Dich auch. Ciao, ciao. Was machst du für diese Bart? Ich habe Kamelurin draufgetan. Oh, 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 oh. Amir. Ja. Gott segne. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Kennst du Al-Adab al-Mufrad 645? Al-Adab al-Mufrad, ja genau. Der Mohammed hat die Zunge in den Mund von Al-Hassan reingesteckt. Nein, nein, nein. Al-Adab al-Mufrad 645. Wer für Mohammed betet, für den betet Allah 10 Mal. Ach so, ja. Allah betet für die Leute 10 Mal, genau. Ja, ja. Das finden wir auch im Koran, gell? Das wird ja falsch übersetzt und so. Yusalli wird benutzt oft und so. Genau, Yusalli. Der Allah ist öfter am Beten und so. Und deswegen frage ich mich, zu wem er betet? Ich weiß es nicht. Vielleicht betet der zu seinem anderen Bein. Der hat ja noch ein Bein. Also eine Bein betet zu einem anderen Bein. Und, ja, sowieso. Und ich habe mal eine Frage an dich. Wenn ich dir jetzt was Krasses erzähle, ja, und ich schwöre dir auf meine Flasche Wasser, glaubst du mir? Ich schwöre auf meine Flasche Wasser. Glaubst du mir dann? Nein. Ja, und warum, deswegen frage ich mich, warum der Allah auf eine Feige schwört, wenn er gerade dir erzählt, wie er dich erschaffen hat. Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Ne? Die Muslime, die raffen ja gar nicht, dass der Allah die ganze Zeit auf so erschaffene Dinge schwört. Kein normaler Mensch schwört einfach auf eine Fernbedienung oder auf ein Bett oder auf irgendwas oder auf eine Olive oder so. Guck mal, was unser Herr in der Bibel gesagt hat. Er hat einmal geschworen und er hat auf sich selber geschworen, weil es nichts Höheres gibt als ihn. Ja, habe ich doch auch was gezeigt. Merkt euch das, Hebräer 6, 13. Danke. Da noch eine Sache, gell? Was ist auch wichtig, jetzt loszuwerden. Ich frage mich bis heute, wo ist der Steinigungsvers? Der wurde von der Ziege gefressen, sondern eben Marjah. Man ist sich ja nicht so einig, ob das ein Schaf war, weil da steht ja Schieb oder Ziege. Ich habe schon öfter gehört. Ja, das mächtige Schaf kam rein und hat alles gefressen. Ja, ja. Da waren die bekümmert und es war unter Aishas Kissen. Heißt das Schaf? Danke, Tony. Das mächtige Schaf kam vor. Hast du gesehen, wie süß? Das hat Allahs Ferse gefressen. Habt ihr gesehen, alle? Nicht nur das, sondern auch den Vers über das Stillen von Erwachsenen. Ja, genau. Das wurde im Koran überliefert und es befand sich im Koran und die Muslime haben es rezitiert. Und heute finden wir weder den Steinigungsvers noch das Brustsaugen eines Erwachsenen. Ne? Und stell dir mal vor, jetzt Matthäus wäre ein Muslim. Würden wir ihm vertrauen? Nein. Aber einfach Surah Al-Baqarah und Surah Al-Imran wurde einfach von einem Christ geschrieben. Der hat danach gesagt, Mohammed weiß nichts über das, was ich geschrieben habe, außer das, was ich geschrieben habe. Warte, ja, genau. Das ist so schlimm, ne? Alle haben Mohammed als falschen Propheten ertappt, ne? Nur die Muslime raffen. Jetzt diese, sagen wir 600 Muslime, die glauben das nicht. Und wenn du denen dann die Quellen gibst und die das lesen, werden die das irgendwie versuchen zu verdrehen. Warum? Weil die den Heiligen Geist nicht haben. Amen, so sieht's aus. Ja, musst du beten für diese Leute, ne, dass sie aufwachen, ne, bevor es zu spät ist. Und sie ihre Augen zum ewigen Verdammnis aufmachen. Ne. Genau. Ja, ich küsse dein Herz, ja. Mach weiter, ich küsse dein Herz. Gott segne dich. Sure. Ja, tja. Ey, warum machst du jetzt eigentlich deine Shisha-Bar auf? Demnächst möchtest du vorbeikommen. Ja, gibt's Doppelapfel? Nee, da gibt's Doppelkamelurin. Warum nicht Ganja? Weil ihr Kamelurin viel besser findet, den Flavor. Du laufst so viel Müll, das ist unglaublich. Raus mit dir. Doppelkopf-Kamel. Tippen, genau, tippen. Woman of God hat gesagt, tippen. Tippen. Türkei.
Hallo. Hallo. Hey. Ja. Bist du Iraner? Ja, ich bin Iraner, ja. Hör mal zu, guck mal, ich sag dir mal eins. Scheiß mal auf diese ganze Glauben und auch jetzt islamisch. Nein, ohne Scheiß, ich scheiß auf alle Glauben, weil das ist sowieso eine Lüge der Menschheit, ja. Egal ob Islam, Christ, Juden. Ich weiß gar nicht, was du erreichen willst. Okay, bei Islam würde ich das noch verstehen, aber nicht bei Jesus. Alle, nicht nur Islam, alle. Ja, warum? Guck mal, wir Iraner kommen normalerweise, wir kommen von Kurosh, sein Volk, ja. Damals gab es noch nicht mal diese ganze Religionengeschichten, ja. Verstehst du, ein richtiger Iraner hat kein Glauben, also glaub nicht an diese Mist. Ich weiß nicht, wer dir Gehirnwäsche gemacht hat und einfach unnötig, glaub mir. Du kannst doch alles herausfinden, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Weißt du, was für mich die Wahrheit ist? Weißt du, was für mich der Glauben ist? Du selber? Nein. Für mich ist die Zukunft, ja, das, was die Zukunft sagt, das ist die Glauben, nicht das, was in irgendwelche Bücher steht oder was. Okay, geh zurück in die Zukunft. Boah, hätte mir hier eine Predigt, meine Güte. Hallo, Gottes Segen. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich hatte eine Frage. Bitte. Und zwar, ich habe heute debattiert, beziehungsweise er hat mich angeschrieben, er meinte, glaubst du, dass Jesus Gott ist? Mhm. Und ich habe halt ja gesagt. Mhm. Und er meinte, ja, welche Verse hast du denn? Und ich meinte, zum Beispiel habe ich gesagt, Philipper 2, Vers 5 bis 11. Mhm. Und er meinte, dass es halt von Paul geschrieben wurde und nicht von Jesus gesagt wurde. Ja, und Mohammed hat den Koran geschrieben und der erzählt über Jesus. Das sind nicht Jesu Worte. Das hat doch Mohammed aufgeschrieben. Was ist das für ein dummes Argument? ich war mir halt ein bisschen unsicher, weil zum Beispiel auch Johannes 1, Vers 1 hat er halt auch gesagt, dass es angeblich von einem jüdischen Theologen von damals kam, aber eben nicht von Johannes oder Jesus. Ja, diese Leute sind am Ende. Das befindet sich in seinem Koran, Sure 471. Genau dasselbe. Jesus Christus, das Wort und sein Geist ist von Allah. Ja. Und also Johannes Evangelium hat ein Problem mit seiner eigenen Religion. Ja. Was noch? Eine Frage habe ich noch. Und zwar Johannes 8, 58. Mhm. Ehe Abraham ward, bin ich. Ja, genau. Er meinte halt dieses I am oder halt im Deutschen bin ich, ist halt ein Eigenname. Deswegen hat man den quasi nicht übersetzt. Und das bedeutet einfach nur Jesus, Gott. Der Herr Jesus Christus benutzt den Eigennamen Gottes aus dem Alten Testament, als er sich Mose vorstellte. Ne? Ich bin der Seiende, der Ewige. Und das ist der Name, Yahweh, der ich bin. Mhm. Das ist sein Name. So hat er sich vorgestellt. Ja. Und da sagt der Herr Jesus Christus zu den Pharisäern, ehe Abraham ward, bin ich. So ist das. Sonst wird der Herr Jesus, was für einen Sinn ergibt das denn? Ihr werdet in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Was meint ihr damit denn? Johannes 8, 24. Hast du darüber schon mal Gedanken gemacht? Nee. Der Herr Jesus Christus sagt ja, in seiner Gottheit liegt auch der Schlüssel zur Vergebung. Wenn du also nicht glaubst, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, das heißt, dass Gott Mensch wurde, dass er von Ewigkeit her ist, dass er der Gott des Alten Testaments ist, dann bist du verloren. Dann glaubst du an einen anderen Jesus, an einen falschen Jesus. So ist das. So, deswegen sagt der Herr, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich eingehen. Es gibt Leute, die sagen, ja, der Herr Jesus ist der Herr. Aber dabei verstehen sie gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Ja. Ja. Der Herr ist nichts anderes als Yahweh selber. Dankeschön. Gott segne dich und deine Familie. Aber frag sie mal, wer ist die Wahrheit? Wer ist das Leben? Wer ist die Auferstehung? Wer ist der Erste und der Letzte? Das sind ja alles Namen Allahs. Ja. Ja, dann kannst du ihnen zeigen. Johannes 14,6, Offenbarung 1,18 und das Licht Al-Nur in Johannes 8, Vers 12. Das ist mein Konfi-Spruch. Ja? Ja, ich werde jetzt konfirmiert und deswegen, ich habe den Spruch genommen. Ja, von Johannes 8, Vers 12.
Ach, das, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nimmer mehr in Finsternis wandeln. Genau, ja. Ja, weißt, also danke schön. Weißt du, was ich traurig fand? Vor kurzem habe ich ein Video zugeschickt bekommen, wo ein Typ Leute auf der Straße gefragt hat, welche Konfession gehörst du an? Und die waren alle so stolz zu sagen, I'm a Christian, ich bin Christ. Alle sagen, ich bin Christ. Dann sagte der zu denen, kannst du einen Vers aus der Bibel zitieren? Nicht ein einziger konnte einen einzigen Vers aus der Bibel zitieren. Weißt du, wie traurig ich darüber war? Boah, das ist krass. Richtig entsetzt über diese ganzen Leute. Ja. Alle sagen so mit Lächeln, klar, ich bin doch Christ, mit fetten Goldketten und sowas, Kreuzketten. Mhm. Nicht einer konnte einen Bibelvers, einen einzigen Bibelvers. Das ist so unglaublich. Ja. Da war ich traurig drüber, ne? War ich sehr, sehr enttäuscht, sehr enttäuscht. Deswegen sage ich euch, setzt euch auseinander mit der Heiligen Schrift. Lies das Wort Gottes. Lasst es in euch gedeihen. Ne? Auch wenn ihr wisst ganz genau, dass ihr nicht perfekt seid, ihr werdet sündigen, ihr werdet Fehler machen, aber sucht die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus, denn er hat es verdient. Auf jeden Fall. Amen. Amen. Also, Dankeschön, dass alle du meine Fragen beantwortet hast. Gottes Segen, Gott segne dich. Danke dich auch, mein Lieber. Dann einen schönen Abend. Okay, ciao. Ciao. Ach guck mal, was der für einen Namen hat. Der hat die Sure mit den schwellenden Busen. Annaba, das ist die 78. Hey, wie geht's? Hab ich recht? Das ist die Sure 78, was du hast. Annaba. Ja, genau, da geht's um die Frau mit den schwellenden Busen. Sehr gut, siehst du. Ja, hast du gesehen, Dr. Sheikh Abu Amir? Ja, das war fast den Koran auswendig. Aber ich war kein Moslem, was? Die Leute haben recht, ich war Jeside oder sowas, sehr klar. Die haben nichts Besseres zu tun, als nur Kacke zu labern den ganzen Tag. Nee, unglaublich. Ja, ich habe eine Frage an dich. Entschuldigung. Und zwar hast du mal einen Hadith zitiert, wo die Hudis 2,6 breite Kilometer breite Hintern haben. 1,6 Kilometer breite. 1,6 Kilometer. Und die Erektion vom Mann ist, glaube ich, so groß wie eine Palme, oder wie war das? Die Erektion ist 70 Jahre lang. So lange geht sie. Okay. Was sind das? Sind das 70 Jahre lang Fußmärsche? Sind das Fußmärsche oder sind das Pferdemärsche oder wie genau ist das denn? Ich weiß nicht, das ist Cartoon-Religion, ehrlich, das ist heftig. Das ja, aber wie passt das genau? Die eine ist 1,5 Kilometer, die andere 70. Stell dir mal vor, du musst den Konvertiten das erklären. Ja, also wir glauben an ein Himmelreich, in dem Gott uns eine 70 Jahre Dauerorgasmus verspricht und unserem PINS so dick und so lang macht wie eine Palme und der Hintern dieser Hulis 1,6 Kilometer ist. Die warten mit schwellenden Busen wie Hip-Hop-Party. Vor allem, du musst dir vorstellen, dass das rezitieren die Leute ja auch in Mekka, während sie beten, ne? Ja, ich weiß, so wie dieser Yahya Al-Jana, kennst du den? Der sagt, du brauchst dich nicht zu schämen, schäm dich nicht. Allah hat ihre Busen erwähnt, dass du dich freust. Weil die meisten Muslime, die schämen sich im Grund und Boden, wenn es darum geht, ne, dass Allah diese Brüste dieser Frauen so anspricht, ne? Ja, aber ist ja alles metaphorisch, wie du weißt. Ja, metaphorischer Busen. Metaphorischer Busen, der nicht schlafft, sondern rund hängt, also rund und fest ist, ne? Metaphorisch. Ja, das war's auch schon. Danke dir. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Ja, wie ich das sofort erkannt habe, Sura An-Naba, das ist die Sura 78 mit den schwellenden Busi, Busi, Busi. Busi, Busi, Busi. Allah Hefner. Allah Hefner. Busi, Busi, Busi. Eine nie aufhörende Erektion, genau. In Allahs Himmel gibt es dann keine erektile Dysfunktion, oder wie heißt das, ne? Wenn der Mann leider nicht mehr fähig ist. Eine erektile Dysfunktion, genau. Der Allah macht das schon. Ist heftig, ey. Das ist eine Religion, unglaublich, ey. Stell dir mal vor, man müsste die Wahrheit sagen über den Islam. Die Muslime würden die Wahrheit über den Islam sagen.
Bitte jetzt nicht anfangen, Amir. Ja, es tut mir leid, das musste ich nur kurz erwähnen. Stell dir mal vor, die würden erstmal Deutsch lesen lernen. Ja. Genau, stell dir das mal vor. So. Amir. Ja. Ich muss nie mehr, warte, das muss ich auch machen. Aber das, am jüngsten Gericht, das scheiße für dich kaufen. Was ist das, Mann? Was machst du da? Guck grad Anime, Bruder. Was geht bei dir? Und du sagst zu mir, da am Tag des jüngsten Gerichts? Kommst in die Hölle und wirst brennen. Und das sagt mir jemand, der gerade Anime guckt. Ja. Anime ist geil. Schämst du dich wenigstens ein bisschen, mit sowas hier hochzukommen und dich so lächerlich zu machen? Ja, aber ich freue mich, wenn du in die Hölle kommst, Bruder. Ach, du freust dich, über, dass wir in die Hölle kommen? Mhm. Ja, siehst du, wem folgst du eigentlich, dass du dich so freust? Dem Teufel. Nur der Teufel freut sich doch. Das ist doch voll lange mal auf, Bruder. Weißt du eigentlich, dass Allah dir das, weißt du eigentlich, dass Allah dir in Sure 83, Vers 34 bis 35 so Kinofeeling gibt, wie unsere Augen am Zerplatzen sind und das Blut aus unserem Körper rausschießt? Nein, meine Inshallah nicht, Bruder. Ja, ich sag ja, das bringt dich dann zum Lachen, der Allah. Du findest das wundervoll, dass wir Christen und Juden und alle Andersgläubigen in der Hölle am Leiden sind. Nein, das finde ich nicht gut. Ich find's besser, wenn du ins Paradies kommst. Aber du willst ja nicht akzeptieren. Du willst die Wahrheit nicht erkennen. Das ist die eine Sache. Das ist die eine Sache. Aber der Allah, der gibt dir so Kinoplätze. Also ihr bekommt im Paradies so Kinoplätze. Dann wird so eine Tür geöffnet. Dann seht ihr Jahannam. Mhm. Und dann seht ihr, wie unsere Augen so rausplatzen. Unsere Fleisch so am... Ja, ist die Hölle. Okay, meine Frage. Komm. Gibt es keine Hölle? Guck mal, die Christen. Gibt es keine Hölle im Christentum? Hä? Gibt es keine Hölle im Christentum? Doch, natürlich gibt es eine Hölle im Christentum. Also auch. Und wird man da bestraft? Ewigkeit bestraft, ja. Wie wirst du da bestraft? Was macht man da mit dir? Da wird das Feuer nicht erlischen und von der Wurm nicht stirbt. Und ihre Qual, ihre Rauchen steigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aha, und was muss ich dafür tun, als Christ in die Hölle zu kommen? Was ist der größte Fehler, den ich machen kann? Also wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland ablehnst, das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Also das heißt jetzt, ich bin Christ, ich nehme Jesus an. Ich mache trotzdem noch Sünden. Also ich muss aber nicht in die Hölle, weil wenn ich Jesus immer noch annehme und sage, scheiß drauf, ich kann die Scheiße bauen. Nein, aber wenn du mit so einem Gedanken losziehst und so denkst, dann war deine Bekehrung vergeblich. Ah, okay, das hast du gut beantwortet. Der andere hat gesagt, nee, man kommt trotzdem ins Paradies. Nein, der Herr Jesus Christus bezahlt ja auch für deine nachfolgenden Sünden, das ist ja klar. Aber wenn du hingehst und mutwillig seine Gnade ausnutzt, dann kann es sein, dass der Herr Jesus Christus dich vorzeitig aus diesem Leben rausnimmt, aber deine Seele am Tage der Auferstehung gerettet wird. Das Gleiche haben wir auch im Fall im Korintherbrief, als der Junge von seinem Vater die Frau ausspannt und mit ihr Verkehr hat. So sagt der Apostel Paulus, ich übergebe ihm den Satan, dass sein Fleisch verdirbt, also dass der Satan ihn antasten darf, aber dass seine Seele am Tage der Auferstehung gerettet wird. Du siehst also, dass diese Sünde es gibt Sünden, die zum Tod führen können. Ja, Amir, komm. Komm zurück zum Islam, du hast Vollbart. Come back, Bro, come back. Sagt derjenige, der hier ein Bild mit seiner Freundin da drin hat und Anime guckt. Das ist dann das Verständnis von Islam für ihn. Anime und Freundin-Bild. Ach, ihr Lieben. Ich glaube, wir gehen jetzt langsam mal Haya Bubu machen. Das reicht für heute, oder? Meine Wundervollen. Dankeschön. Das ist also seine Cousine. Ja, kann auch sein. Die heiraten ja ihre eigene Cousine. Das ist heftig. So, als würden die ihre eigene Schwester heiraten. Unglaublich, ey. Ach, ich habe echt lange gewartet. Egal, mich interessieren zwei Fragen. Du bist doch Christ. In welche Richtung gehst du? Also orthodox, katholisch oder protestant? Das sind alles Namen. Ich bin ein wiedergeborener Kind Gottes nach Johannes 3, Vers 3. Okay. Du glaubst an die Bibel und alles, was drin steht.
Nein, ich glaube an Koran und alles, was da nicht drin steht. Okay. LGBTQ ist eine Sünde. LGBTQ ist eine Sünde, natürlich, aber nicht für im Islam. Nein, ich meine im Christentum. Ja, im Christentum schon, aber nicht im Islam. Okay. Das war meine erste Frage. Meine zweite Frage. Ist laut dem Evangelium die Erde rund oder flach? Im Neuen Testament haben wir nichts davon stehen, aber im Alten Testament sagt der Prophet Jesaja in 40, 22, also Jesaja Kapitel 40, Vers 22, dass die Erde die Form einer Kugel hat. Das Wort ist Chug. Hebräische Wort für Kugel ist Chug. Das kannst du selber nachschlagen in einem hebräischen Lexikon. Und auch im Buch Hiob steht, dass die Erde die Form einer Kugel hat. Okay. Ich glaube, es war in der Offenbarung, da steht, dass Jesus im Himmel kommen wird und dass jeder auf der Welt ihn sehen wird. Wenn, nehmen wir an jetzt, er ist jetzt über Österreich und ich wohne in Mexiko, wie soll ich ihn sehen? Ja, der Herr Jesus Christus macht es möglich, weil er omnipräsent ist. Das heißt, er kann sich zu jeder verschiedenen Ort und an jedem verschiedenen Zeitpunkt zeigen. Das kann doch Gott, oder nicht? Das heißt, also ich habe so interpretiert, dass die Welt flach ist, damit ihn jeder sehen kann von jedem Ort. Nein, das ist der Herr Jesus Christus, ist ja Omnipräsenz, Omnipotenz. Ja. Das heißt, er kann überall zu jeder Zeit gleichzeitig sein. Das ist ja die Fähigkeit Gottes. Er kann sich also in millionenfach, milliardenfach aufteilen und überall zur gleichen Zeit sein. Sowohl da, als auch hier, als auch da, in Mexiko, überall, China, bla bla, überall. Okay. Und dann gibt es noch was, also Jesus wurde vom Satan versucht und wurde auf einen hohen Berg gebracht und von dort konnte er alle, wie sagt man das, alle Welt sehen. Ja. Ja, genau. Wenn die Erde laut dem Evangelium rund ist, dann kann er ja in Mexiko zum Beispiel das nicht sehen, oder nicht? Nein, der Teufel hat versucht, ihn zu versuchen und hat ihm sozusagen als Metaphorik gesagt, dies alles will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst. Also damit will er sagen, siehst du diese Welt, wie sie vor dir ist, dass er den hochgenommen hat auf diesem Berg und ihm so dieses ganze wunderschöne Reich so gezeigt hat, ne? Da hat er drauf geblickt, der Jesus. Ja. Hat er zu ihm gesagt, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Also so metaphorisch, Bildsprache. Das heißt, er hat nicht alles gesehen, er hat nur einen Teil der Welt gesehen. Nein. Den man vom Berg sehen konnte. Nein, der Satan, als er mit dem Herrn Jesus Christus auf diesem hohen Berg war und ihm das gezeigt hat, Reiche dieser Welt, heißt das nicht, dass er ihm diese ganze Erde so gezeigt hat. Nein, er hat ihm gesagt, dies alles will ich dir geben, sozusagen, weil ich der Herr dieser Welt bin, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und der Herr Jesus Christus hat der Versuchung widerstanden, weil er der Sohn Gottes ist. Und dann hat der Satan versucht, Psalm 91 zu zitieren. Und hat gesagt, du kannst, warte, ich zitiere das mal, warte ganz kurz. Das ist sehr bezeichnend. Als der Satan kennt ja die Bibel sehr, sehr gut. Besser als... Ja, er war ja ein Engel. Genau. Und im Psalm 91 heißt es, dass du doch die Engel befehlen könntest, dass sie dich tragen, dass du kein Stein dich stößt. Guck mal hier. Dass dein Fuß den Boden nicht berührt. Sehr gut, kennst also die Stelle, richtig? Ich bin eh Christ. Also das sind nur Fragen, die mich interessieren. Du hörst dich an wie so ein Moslem. Nein. Ich wollte gerade gegen den Koran argumentieren, aber du bist ja schon, du bist Christ. Ja. Aber warte, ich lese das mal ganz kurz vor für die anderen. Warte mal ganz kurz. Auf Psalm 91 auf den Löwen. Hier. Denn er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf alle deinen Wegen. Das zitiert der Satan im Psalm 91, dem Herrn Jesus. Und will ihn versuchen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Merkst du? Und somit hat sich die Prophezeiung auch erfüllt. Das ist alles Prophetie, alles. Ja, Matthäus 4, 6, ne? Ja. Heftig, wie ich die Bibel liebe, ne? Es ist unglaublich. So ein komplexes, wundervolles Werk, ne? Absolut Hammer. Freut mich, dass du dich so gut auskennst. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg und viel Spaß im Leben mit Jesus. Ich dir auch. Schönen Abend noch.
Wer kann es mit der Bibel aufnehmen? Niemand. Der Herr Jesus Christus hat seine Geschichte geschrieben und hat seine Geschichte und wird seine Geschichte auch vollenden. Und ihr könnt euch noch so sehr auf den Kopf stellen und versuchen, dagegen etwas zu machen. Jesus Christus wird seine Geschichte vollenden und dagegen könnt ihr nichts tun. Die einzige Möglichkeit ist es, ihn als Retter hier auf der Erde anzunehmen, anstatt ihn in der Ewigkeit als Richter zu begegnen. Und deswegen beten wir jetzt auch und dann gehen wir langsam Hayabubu machen. Wer auf die Knie gehen kann, der kann auf die Knie gehen, das ist am besten. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, und möchte dich loben, preisen und ehren und deinen heiligen Namen über alle Namen setzen, Herr, und dir die Ehre geben, die dir zuteil wird, Herr. Du bist der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist, Herr, und dies alles wollen wir hier bezeugen, Herr Jesus Christus, dass du uns von der Sünde freigekauft hast, Herr, dass du uns von dem Fluch der Sünde freigekauft hast, Herr Jesus Christus, und dass wir durch dich leben dürfen, Herr. Herr Jesus Christus, bitte stärke uns weiterhin in unserem Glaubensleben, Herr, und führe du uns bitte zum Licht, zu deinem Licht, Herr Jesus Christus, und lass uns niemals in der Finsternis wandeln und Menschen die Möglichkeit geben, uns zum Straucheln zu bringen oder auch dem Satan, dass er versucht, uns anzutasten, Herr. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns weiterhin stärkst, behütest und beschützt, Herr, vor den Angriffen des listigen Teufels, Herr, und nicht zulässt, dass wir wankeln oder auch straucheln, Herr Jesus. Ich bitte dich auch für den Bischof Mamari, Herr, dass er schnell wieder gesund wird, Herr Jesus Christus, dass er ja wieder deinen Weg eventuell dann auch einschlagen kann, Herr, dass du ihn da aus dieser verschiedenen Lehren rausholst und ihn zu deiner richtigen, wahren Lehre bringst, Herr. Dennoch möchten wir für ihn beten, Herr, dass er gesund und munter wird, Herr Jesus Christus. Und ich bitte dich auch für alle anderen, Herr, die hier drin sind, dass sie auch in der wahren, richtigen Lehre sind, dass sie sich nicht verführen lassen von irgendwem und ihnen ein falsches Evangelium gepredigt wird oder ein falscher Jesus, Herr, den die Apostel, deine Jünger, deine Apostel nicht verkündigt haben, Herr. Und ich bitte dich von Herzen, Herr, dass wir durch den Heiligen Geist viele Sachen oder beziehungsweise das Böse vom Guten dann unterscheiden können, auch durch die Schrift, dass wir erkennen und Weisheit erlangen, Herr, dass wir weiterhin im Geiste wandeln, Herr Jesus Christus, und unser Fleisch kreuzigen, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr, dass du uns die Möglichkeit gibst, noch viele wundervolle Gespräche zu führen, noch viele gute Seelen in unserem Leben zu lassen, Herr, dass wir sie zu dir führen dürfen, Herr Jesus Christus, Kraft deiner Heiligkeit, Herr. Und wir bitten auch für die Geschwister, die gerade am Leiden sind, weltweit, die unter der Hand des Islams gerade unendlich Leid zugefügt wird, Herr. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass diejenigen, die in dich, in wegen dir ihr Leben lassen mussten, dass sie wirklich in deine Herrlichkeit eingehen, Herr, und deine Herrlichkeit auch spüren, Herr Jesus Christus. Und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Okay, die. So. Dankeschön. So, wir machen jetzt langsam Schluss, ihr Lieben. Und dann würde ich sagen, dass wir uns eventuell dann morgen sehen oder was, ja. Für heute ist wieder gut. Wir haben jetzt schon 11 Uhr. Ich bin fix und fertig, ihr Lieben. Dankeschön, danke, vielen lieben Dank. Ich hoffe natürlich, dass ihr wahrhaftig in der richtigen, gefestigten Lehre seid, Herr, ihr Lieben. Und dass der Herr euch auch weiterhin segnet in eurem Leben und euch das gibt, was ihr braucht. Ich weiß, dass viele von uns Probleme haben, Ängste haben, Sorge haben. Aber wirft alles auf den Herrn Jesus Christus und habt keine Angst. Denn Furcht ist nicht in der Liebe. Denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, das wisst ihr. Es ist manchmal leichter gesagt als getan, aber glaubt es mir. Wenn ihr eure Probleme dem Herrn Jesus Christus anvertraut, ihr werdet nicht enttäuscht werden, glaubt es mir. Und das ist das. Lasst euch das gesagt sein. Der Herr Jesus Christus hat den Tod überwunden und ihr dürft aus Gnade leben. Allein das reicht ja schon, um deine Knie vor ihm zu beugen und ihm Danke zu sagen, Herr. Für das, was du auch in deinem Leben gerade durchmachen musst. Sei es zur guten Zeit oder zur schlechten Zeit. So ist das. Der Herr lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Merkt euch das. Und vergeltet niemals Böses mit Bösen, sondern überwindet das Böse durch das Gute. Amen. Gottes Segen, ihr Lieben.
Gott segne euch noch, Familien. Bis morgen, so Gott will. Ciao.